So, hallo und herzlich willkommen heute mal am Computer. Den Herrn hier, den kennt man vielleicht, das ist Förster Peter Wohleben. Der war zu Besuch bei Markus Lanz, wie man hier auch ganz unschwer erkennen kann. Und hat da Dinge erzählt, mit denen ich nicht einverstanden bin, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich weiß, wir sollten da im Grunde jetzt auch zeitnah mit loslegen. Ich möchte aber trotzdem noch ein paar kleine Sachen vorneweg klären, einfach damit da keine Verwirrung aufkommt. Normalerweise bin ich ja kein Fan von Reaction-Videos, streng genommen ist das hier eins. Das ist deswegen jetzt diesmal okay, weil ich mich fachlich auseinandersetze mit den Aussagen von Herrn Wohleben und die Aussage von Herrn Wohleben, um mich damit fachlich auseinanderzusetzen, vorher zitiere. Da diese Aussage in Form von einem öffentlich-rechtlich rundfunktechnisch gesendeten Film, Video, was auch immer, Bewegtbild, stattgefunden hat, kann ich auch das eben nur als Quelle letztendlich heranziehen, um dann da später diskutieren zu können. Das ist also vom Zitatrecht durchaus gedeckelt, davon mal abgesehen, dass man ja fast schon sagen könnte, wenn das eine so öffentlich stattgefundene Diskussion gewesen ist, dann darf man allein schon aus Presse, aus Journalismusgründen, jetzt bin ich natürlich nicht wirklich Presse, aber die Rechte, Journalismus zu betreiben, hat auch jemand, der jetzt nicht explizit Presse ist. Wenn man noch einen Presseausweis hat, dann hat man vielleicht noch ein bisschen weitergehende Kompetenzen. Aber ich bin da, glaube ich, rechtlich wirklich relativ safe, dass ich da bestimmte Aussagen vom Herrn Wohleben entsprechend jetzt zitiere und anschließend kommentiere. Das ist unfair, weil wenn wir jetzt zum Beispiel tatsächlich miteinander sprechen würden oder einen öffentlichen Diskurs in klassischer Form hätten, der Herr Wohleben und ich, dann hätte ich natürlich nicht Zeit, mir vorher zurechtzulegen, was ich eigentlich sagen möchte und müsste da auch entsprechend spontan darauf reagieren, was fairer wäre, weil der Herr Wohleben hier ja auch live seine Thesen in den Raum gestellt hat und auch nicht, vielleicht hat er vorher ungefähr Zeit gehabt, sich das zu überlegen, das weiß ich nicht, aber trotzdem hat das live getätigt und ich habe die Möglichkeit, hier jetzt hinterher entweder nochmal von vorne anzufangen oder alles rauszuschneiden, was mir nicht passt. Und das ist natürlich schon unfair. Ja? Also das, der Fairness halber, ist mir das einfach wichtig, dass das klar ist. So, machen wir aber trotzdem. Ja? Also ihr könnt mal 10 Sympathiepunkte gerne an den Herrn Wohleben erstmal für den Start geben, weil er halt die deutlich schwierigere Ausgangssituation entsprechend hatte. So, dann wollte ich noch, was wollte ich noch sagen? Ah ja, Technik. Technik ist diese, dass ich jetzt keine Ahnung habe, was ich hier eigentlich genau tue und schon froh bin, dass das einigermaßen technisch hoffentlich funktioniert. Wenn ich das ein paar Mal mehr im Laufe meines Lebens gemacht haben sollte, diese Form der Videoerstellung, dann weiß ich auch irgendwann besser, was ich tue. Ich habe vor allen Dingen darauf geachtet, dass der Ton in Ordnung ist und damit auch eben die wesentlichen Inhalte, die bestehen nämlich im gesprochenen Wort. Und daher hoffe ich, das passt alles soweit. Ja, meine Webcam ist ziemlich mies, dafür bin ich aber auch nur sehr klein unten im Bild und das dürfte einigermaßen reichen. So, ich versuche später dann im Schnitt nur die wirklich relevanten Aussagen vom Herrn Wohleben dann tatsächlich zu zitieren, weil alles darüber hinaus, über das notwendige Maß, darf man eigentlich nicht zitieren. Wenn also zwischendrin was ist, worüber ich nicht mit euch sprechen möchte, beziehungsweise was ich nicht kommentieren will, dann dürfte ich das streng genommen auch nicht zitieren, weshalb ich jetzt eben nicht die von Minute 36:30 bis kurz vor Schluss, wenn der Herr Lanz sich noch verabschiedet, gehen würde. Das ist dann Minute 115, das Originalvideo ist selbstverständlich unten verlinkt. Das könnte man theoretisch alles so ablaufen lassen, aber das wäre halt eben vom Zitatrecht her nicht so wirklich korrekt und drum machen wir das anders und das sind eben die Schnipsler, die ich dann zwischendrin einbauen werde. So, und auch aus technischen Gründen, weil ich dann eben hier und da mal wahrscheinlich mit besagter Technik noch nicht ganz so klar komme, dass ihr dann Dinge im Bild habt, die ihr im Bild nicht unbedingt braucht. Ich weiß nicht, dass das furchtbar geheim wäre, aber brauchen tut ihr die sicherlich nicht. So, dann legen wir mal los und zwar bei der ersten relevanten Aussage vom Herrn Wohleben, über die ich sprechen möchte. Davor geht es darum, wie schlimm die Flut gewesen ist, dass er mehr oder weniger nebendran gewohnt hat, sowas noch nie erlebt hat. Und dann kommt eben die zentrale Aussage, dass sich das durch anderes, besseres,
ja, sagen wir mal, anderes Waldmanagement zumindest hätte abmildern lassen. So, und an dieser Stelle steigen wir ein. Keiner vorhersehen, aber man hätte es, wenn man mit der Natur anders umgeht, natürlich deutlich abmildern können. Abmildern, das ist der Punkt. Klimaanpassung ist das neue Wort, das ich in dem Zusammenhang gelernt habe. So, grundsätzlich jetzt erstmal, hätte man die Flutkatastrophe, die da unter anderem beim Herrn Wohleben in der Eifel, Großraum Eifel, passiert ist, hätte man das durch anderes Management abmildern können? Definitiv. Ja, das ist auf jeden Fall korrekt. Und da bin ich auch mit dem Herrn Wohleben soweit noch d'accord. Möglichkeiten sind tatsächlich, die man jetzt im Bereich des Waldmanagements hätte, wären theoretisch, das ist natürlich praktisch nicht wirklich umsetzbar, aber theoretisch wäre tatsächlich ein erheblich höherer Waldanteil in der deutschen Landschaft, ein erheblich höherer, geeignet gewesen durch die entsprechende Verbesserung, daraus resultierend die Verbesserung der Böden, des Rückhaltevermögens von dem Waldboden im Vergleich zu einer Wiese oder einem Ackerboden ist nämlich deutlich erhöht, das Wasserrückhaltevermögen. Und dadurch hätte man einfach mehr Aufnahme in die Böden gehabt, weniger Oberflächenabfluss und die Flut wäre später und ein bisschen weniger hoch aufgeflossen. Man muss allerdings dazu sagen, bei den Niederschlagsmengen, die da geregnet wurden, die es da geregnet hat, wäre es in jedem Fall, selbst bei 100% oder bei nahezu 100% der natürlichen Bewaldung, die die Landschaft potenziell haben könnte, wäre es selbst dann zu großen Überschwemmungen gekommen. Beziehungsweise, wenn wir uns die Urlandschaft vorstellen, die von uns nicht beeinflusst ist und Urwälder aufweist, dann gäbe es auch weit und breit keine begradigten Flüsse und sämtliche Täler selber würden auch wahrscheinlich dann mit Auwald bedeckt gewesen sein. Das heißt, Siedlungsflächen, die hätten überschwemmt werden können, gibt es gar nicht. Es gibt auch keine versiegelten Flächen in dem Sinne, dass eine asphaltierte Straße logischerweise kein Wasser aufnimmt. Eine Kanalisation, die irgendwann zusammenbricht, weil es nur eine bestimmte Menge Wasser verträgt, gibt es gar nicht. Stattdessen überall eben wasseraufnahmefähiger Boden. Und an dem Punkt, ich wollte einfach noch ein paar eigene Gedanken dazu ergänzen, bin ich mit dem Herrn Wohleben absolut d'accord. Ich möchte aber auch vielleicht noch kurz ergänzen, dass eine Änderung dieser Situation quasi wirtschaftlich völlig unmöglich ist, weil Leute nun mal Wohnraum brauchen, weil wir nun mal für die Zahl an Leuten, die wir sind, landwirtschaftliche Flächen brauchen. Ob wir ein bisschen weniger brauchen, das darf man durchaus diskutieren. Aber ja, es ist so eine Sache, wenn man an der Geschichte rumnörgelt. Ja, man kann die Geschichte selbstverständlich nicht mehr ändern. Und dass wir uns in der Jungsteinzeit dazu entschieden haben, sesshaft zu werden und Landwirtschaft zu betreiben, ist für viele Ökologen, inklusive auch meiner Überzeugung nach, eine Sache, die einen Kreislauf oder eine ja, Entwicklung in Gang gesetzt hat, die irgendwann A nicht mehr aufzuhalten war und B uns maßgeblich dahin gebracht hat, wo wir heute sind. Denn durch die Sesshaftigkeit. Die Sesshaftigkeit, sagen wir es mal so, wurde nur ermöglicht durch die Landwirtschaft, weil sonst hätte man immer weiter wohin ziehen müssen, wo eben noch genügend Ressourcen verfügbar sind, dass man davon leben kann. Mit der Landwirtschaft erzeugen wir quasi Ressourcen und zwar erstmal Nahrung vor Ort über das natürliche Maß hinaus. Weil wenn wir uns eine Urlandschaft, eine deutsche angucken, die größtenteils bewaldet gewesen sein dürfte, da finden wir so viel nicht zu essen. Da gibt es ein paar Bucheckern, da gibt es möglicherweise ein paar Eicheln, vielleicht ein paar Haselnüsse, möglicherweise kann man noch einen Fisch im Bach fangen. Und man kann ein Reh oder ein Rotstück Rotwild im Walde erlegen. Das war es aber. Die enorme Leistung von einem landwirtschaftlichen, ja, landwirtschaftlich genutzten Boden, meinetwegen einem Weizenfeld oder einem Maisacker, wäre unter Wald nicht erbringbar gewesen. Daher musste der weg und das hat unsere gesamte Zivilisation, alles, was sich seit der Jungsteinzeit entwickelt hat, primär erst möglich gemacht. Heißt, wenn wir gegen die Landwirtschaft vorgehen wollen, dann müssten wir zurück in die Mittelsteinzeit, wo man so halb sesshaft war, noch keine Landwirtschaft kannte und nur dort sesshaft bleiben konnte, zumindest mal über gewisse Zeiträume, wo die natürlichen Ressourcen sehr, sehr üppig gewesen sind, zum Beispiel an einem Fluss mit sehr hohem Fischreichtum.
Ja, so, das sind so ein paar Hintergründe, die der Herr Wohlleben natürlich hat, er auch nicht genug Zeit dafür, selbstverständlich. Ja, das muss man der Fairness halber auch wieder erwähnen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das der Herr Wohlleben sicherlich weiß, aber der kann beim Herrn Lanz jetzt ja natürlich nicht so weit ausholen wie ich und das dementsprechend nicht erzählen. Aber bis zu diesem Punkt sind wir noch d'accord. Ich würde sagen, da sind wir noch Freunde. Das ist aber auch wieder Quatsch, weil ich selbstverständlich den Herrn Wohlleben persönlich überhaupt nicht angreifen möchte. Ich halte ihn für einen sehr sympathischen Mann und die Liebe zum Wald haben wir auf jeden Fall gemeinsam und das ist alles wirklich rein eine fachliche Diskussion. Es hilft ohnehin nichts und ist ohnehin ein großes Problem in den Internetdiskussionen heutzutage, dass man dann gerne die Person, die etwas sagt, angreift und nicht das Argument, das die Person verwendet, zu widerlegen versucht durch eben entsprechend ja, eigene Argumente und oder Fakten. Am besten beides. So, jetzt hören wir erstmal weiter. Wie? Naja, also ich kann es nur vergleichen mit uns auf der Pferdeweide. Das ist natürlich landwirtschaftliche Fläche, verdichtet durch Traktoreneinsatz. Wir nicht, aber die Vorbesitzer. Da ist Bodenerosion entstanden, da ist die Bodentiefe teilweise nur wenige Zentimeter. Also dieser Boden kann kaum Wasser aufnehmen und wir haben da tatsächlich einen Bach gehabt, 40 Meter breit. Ein reißender Bach, es hat gerauscht wie im Gebirge. Unsere Pferde waren ganz verdutzt, standen auf einmal im Wasser und So. Auch hier soweit d'accord. Das ist jetzt natürlich nur ein Einzelbeispiel. Das ist, das soweit möchte ich das jetzt wirklich unterstellen, typisch für den Herrn Wohlleben, dass er anhand einzelner Beispiele gerne auch von seiner Pferdeweide, von seinem Wald, und hinter seinem Haus und solche Sachen, Geschichten erzählt. Grundsätzlich ist daran auch nichts auszusetzen. Das hat jetzt allerdings für einen wissenschaftlich ausgebildeten Mensch wie mich, das Problem, dass Einzelbeispiele in keinster Weise irgendeine Regel oder irgendeinen ja, häufig so stattfindenden Prozess beschreiben. Weil es sind erstmal nur einzelne Beobachtungen. Ja, das bedeutet, wenn du tatsächlich mal an irgendeiner Stelle bist, wo Wasser aufgrund besonderer Begebenheiten ein ganz kurzes Stückchen bergauf fließt, das kann es mal wirklich ganz selten zum Beispiel am Fuß eines Gletschers geben, wo aus dem Gletscher heraus, durch die ganzen Spalten im Gletscher, das Wasser mit einer gewissen Strömung, mit einem gewissen Druck aus dem sogenannten Gletschertor herausschießt und wenn das Wasser dann einen Bach bildet und das Gelände hinterm Gletscher steigt leicht an, dann reicht dieser Druck, dass das Wasser kurzfristig bergauf fließt. So, nehmen wir jetzt, also das ist ein unglaublich seltenes Phänomen. Nehmen wir an, der Herr Wohlleben hat seine Pferdeweide neben besagten Gletscher an besagtem Hang. Das ist jetzt ein bisschen lustig gemeint, will ich den Herrn Wohlleben auch gar nicht diskreditieren. Aber nehmen wir mal an, das wäre der Punkt, der jetzt als Einzelbeispiel herangezogen wird. Dann könnte man anhand dieses Einzelbeispiels darauf schließen, okay, hier bei meiner einen Beobachtung stelle ich fest, Wasser fließt bergauf. Also gehe ich davon aus, dass Wasser immer bergauf fließt. Und das ist eben das große, große Problem, auch wenn es in diesem Fall natürlich jetzt etwas plakativ dargestellt ist, von Einzelbeobachtungen. Weshalb ich persönliche Erfahrung, ich habe mir angeguckt, so schaut es aus bei mir im Wald, nicht als gutes Argument ansehen würde. Ja, weil das kann jemand anders in dem seinem Wald ganz anders wahrnehmen und tatsächlich ist das auch so. Der Herr Wohlleben widerspricht nämlich in gewisser Weise später ein bisschen sich selbst, das kann man zumindest so sehen, indem er dann eben meint, der Wald wäre noch ganz schlecht verstanden und wir wüssten noch kaum was drüber. Und wenn man diese Aussage nimmt, und das werde ich jetzt noch mehrfach tun, die auch komplett richtig ist, ja, wir wissen immer noch sehr, sehr wenig über den Wald und wir haben ihn immer noch nicht gut verstanden, dann ist es umso wichtiger, dass wir nicht auf die Idee kommen, uns anzumaßen, doch zu denken, wir hätten irgendwas kapiert aufgrund von unserer Pferdeweide oder unserem Wald hinterm Hof. Ja. Einzelbeispiele, wirklich ganz, 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 ganz schwierig. Die kann man zum Beschreiben eines Sachverhalts für ein Nichtfachpublikum gerne verwenden, damit das Nichtfachpublikum oder auch Studenten beispielsweise, die schon ein Fachpublikum sind, aber einen komplexen Zusammenhang ja selbstverständlich erstmal verstehen müssen, da kann man dann sehr gut mit Beispielen zur Verdeutlichung arbeiten, damit sich das besser einprägt. Aber jetzt eine grundsätzliche Funktionsweise der Natur beispielsweise, also ein ja, Ansätze eines Naturgesetzes, wenn wir es so nennen wollen, Ansätze davon, ja.
aus einer Einzelbeobachtung herzuleiten. Ganz, 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 ganz schwierig. Das möchte ich an dieser Stelle nur dazu gesagt haben. Aber natürlich kann man mit einem Beispiel arbeiten und wenn man da beim Land sitzt, wahrscheinlich sowieso. 100 Meter weiter bei uns hinterm Gartenzaun ist ein altes Buchenreservat, 200-jähriger Buchenwald, Steilstangen. Und ich bin extra ein paar Tage später runtergegangen, habe den untersucht und gesehen, überall liegt das Laub noch. Also da hat es keine Auswaschung gegeben. Selbst unten am Bach lag das Laub noch am Ufer. Der ist also nicht über die Ufer getreten. Das ist im Boden ganz überwiegend versickert. Und hier ist jetzt auch wieder so ein bisschen problematisch, worauf dann später auch nicht mehr näher eingegangen wird. Welcher Faktor hat denn jetzt in der Gegenüberstellung von Pferdeweide und altem Buchenwald am Hang mit Bach unten dazu geführt, dass das Wasser da keine Auswaschungen erzeugt hat, beziehungsweise dass das Laub da immer noch da liegt? Das kann zum Beispiel, so möchte ich jetzt einfach mal dem Herrn Wohleben unterstellen, dass er das deswegen erzählt, weil das sein Argument ist, daran liegen, dass es sich um einen alten Buchenwald handelt. Es kann aber auch, und das ist überhaupt nicht gesagt, welcher der Faktoren letztendlich dazu geführt hat. Am wahrscheinlichsten ist ohnehin eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Faktoren, die zu diesem beobachteten Unterschied, ich gehe mal davon aus, dass das tatsächlich so stattgefunden hat, das ist ja überhaupt keine Frage, da kann es aber ganz viele Gründe für geben. Und wir können eben nicht jetzt so einfach sagen, okay, hier ist Buchenwaldhang, hier ist Pferdeweide. Die Tatsache, dass hier Buchenwaldhang ist, macht das besser, ne? Der Faktor Buchenwald. Ist der entscheidend oder ist es nicht? Das wissen wir jetzt in diesem Moment nicht. Das können wir so aus dieser Einzelbeobachtung nicht feststellen. Es könnte nämlich auch sein, dass die Pferdeweide einfach, auch wenn die nur 300 Meter weiter ist, von der Geländestruktur her, dadurch, dass sie ein geringeres Gefälle hat und vielleicht auf der anderen Seite vom Hang liegt, wo weiter unten am Hang, dann wäre es zum Beispiel vorstellbar, dass alles Wasser, was oberhalb am Hang runterregnet oder sich hinten dran noch ein weiterer Berg befindet, der eben über die Pferdeweide hinab entwässert. Und unser Buchenwaldhang geht da hinten vielleicht steil runter und die Wassermassen, die oberhalb von dem Hang fallen, fließen aber gar nicht primär den Hang runter, weil das im Gelände einfach von der Gewässerstruktur, von der Geomorphologie her so ist, dass das Wasser hier lang fließt und eben nicht diesen Hang runter. Und in diesem Fall wäre es nicht damit zu erklären, dass der Hang ein Buchenwald ist, sondern dass der Hang einfach nur den Regen abbekommen hat, der direkt auf ihn draufgefallen ist, während die Pferdeweide sämtlichen anderen Regen, der von weiter oben am Berg runtergeflossen ist, auch noch mitbekommen hat. Ja? Also ich weiß nicht, ob das so ist, aber das wäre zum Beispiel auch eine mögliche Erklärung, die man ja von vornherein erstmal ausschließen müsste als weitere Ursache, um wirklich sagen zu können, dass das bessere Ergebnis des Buchenwaldhangs wirklich nur an dem Unterschied, dass da Buchen, und zwar alte, stehen, liegt. Ja? Und da das Argument mit den alten Wäldern später noch mehrfach fallen wird, wir wissen anhand dieses Einzelbeispiels auch nicht, ob der Faktor, dass es alte Buchen sind, überhaupt eine Rolle spielt. Wenn wir da also einen jungen Buchenwald oder meinetwegen einen Buchen-Eichen-Birken-Mischbestand von mir aus gehabt hätten, ob das Ergebnis dann nicht eventuell das gleiche gewesen wäre. Ich gebe dem Herrn Wohleben ja in der Hinsicht recht und das wird ja auch immer mal wieder ihm nachgesagt und wenn man sich mit ihm ein bisschen auseinandergesetzt hat, dann weiß man das auch. Fichtenmonokulturen sind nicht gut. Ja? Die Zeit der Fichtenmonokulturen ist vorbei oder sollte es sein und ja, es gibt noch einige Waldbesitzer, vor allen Dingen die, die nach wie vor noch Fichte oder Kiefer in Monokultur klassisch irgendwo hinstellen. In seltenen Ausnahmefällen mag das auch noch gerechtfertigt sein. Im Regelfall ist das nicht mehr moderne Forstwirtschaft. Und vielleicht kann ich auch das gleich schon mal vorne wegnehmen. Der Herr Wohleben behauptet immer, das würde noch im riesigen Umfang passieren. Die Zahlen, die es dazu gibt, weisen auf was ganz anderes hin, dass das nämlich massiv abgenommen hat in den letzten Jahrzehnten. Die Entwicklung immer mehr hin zum Mischwald, zum Laubmischwald tendiert und Nadelhölzer viel weniger insgesamt, viel weniger angebaut werden, angepflanzt werden und vor allen Dingen auch viel häufiger aus Naturverjüngung wachsen, als das der Herr Wohleben immer so schön darstellt. Ja, also diese Abwärtsspirale, die er gerne klassifiziert, die gab es bis vor 40 Jahren ungefähr, von mir aus
das auch bis vor 30 und wenn du es unbedingt so willst, dann auch gerne bis vor 20 Jahren, aber inzwischen geben das die Zahlen einfach nicht mehr her. Es gibt dazu hochbelastbare Statistiken und zwar die beste, die wir in Deutschland haben zum Gesamtwaldzustand, die der Herr Wohlleben nicht zu kennen scheint, die erwähnt er nie, die ignoriert er immer vollständig, das ist aber eine zentrale Quelle für alle Fragen zur deutschlandweiten Waldgestaltung und das nennt sich Bundeswaldinventur, diese besagte Statistik. Das machen alle forstlichen Forschungsanstalten gemeinsam, machen diese Bundeswaldinventur alle 10 Jahre. Es findet jetzt gerade wieder eine neue statt oder sollte zumindest demnächst stattfinden, wenn sie es nicht schon hat. Ich weiß nicht genau, wie der Terminplan ist, aber es wird bald Ergebnisse der dritten Bundeswaldinventur geben. Bisher gab es erst 2, aber diese 2 haben gezeigt, dass eben die Entwicklung des Waldes und auch die Unterschiede zwischen der ersten und der zweiten Bundeswaldinventur ganz andere Zahlen und belegbare Zahlen und nicht Beobachtungen einer Einzelperson in der Eifel sind, sondern deutschlandweit und die besagen eben ganz klar, dass es zumindest jetzt bis zu den 3 krassen Dürrejahren 2018, 19 und 20 eine sehr positive Entwicklung, was die Waldzusammensetzung, was den Anteil der Naturverjüngung und auch die Baumartendiversität angeht, eine sehr positive Entwicklung gegeben hat. Ja? Also es ist schlicht und ergreifend mit Zahlen nicht zu belegen, wenn der Herr Wohlleben behauptet, es sei, seit er sich das anguckt, alles immer noch schlimmer geworden. Das ist nicht korrekt. Ja? Das ist wirklich, seine Wahrnehmung mag das sein. Das ist ja ungenommen, dass er das so wahrnehmen darf, der Herr Wohlleben. Aber das kann man nicht mit Zahlen belegen. Nicht mit Fakten. Da kann ich nur draus schließen, das ist natürlich Sünden der Vergangenheit, zum Teil über mehrere Jahrhunderte. Landwirtschaft ist ja nichts Neues. Aber wir haben sehr viel Boden verloren, teilweise bis 2 Meter Boden verloren in den letzten Jahrhunderten. Und dann ist klar, Steine saugen kein Wasser auf. Das ist eine Bis-zu-Formulierung, das würde man jetzt, wenn man wissenschaftlich ausgebildet ist, so wahrscheinlich auch nicht machen, weil eine Bis-zu-Formulierung ist sehr, sehr wischiwaschi. Ne? Wenn du jetzt sagst, bis zu 2 Meter Boden verloren, seit wann denn? Seit Entwicklung der Landwirtschaft, also seit der Jungsteinzeit? Okay. Bis zu 2 heißt nix bis 2 Meter. Was ist es denn durchschnittlich? Ja, weil bis zu 2 ist so völlig unaussagekräftig. Das heißt, es könnte irgendwo sein, dass es in Deutschland einen Berg gibt, der 2 Meter Boden verloren hat. Das ist der Höchstwert. Der Durchschnittswert liegt aber bei 10 Zentimetern bundesweit und ist viel weniger dramatisch. Trotzdem wäre die Aussage streng genommen korrekt, dass bis zu 2 Meter an Boden verloren gegangen sind. Aber in Wahrheit ist es halt völlig eine Verzerrung des Bildes. Deswegen bis zu Formulierung ganz, 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 ganz mies. Damit kann man natürlich möglicherweise einen Bestseller schreiben. Aus Sicht eines reflektierten Nachdenkens über den Wald würde ich mit von sowas jetzt wirklich keinen Gebrauch machen wollen. Man kann es natürlich auch als Instrument der Rhetorik sehr gut verwenden, wenn man eben ein politisches Ziel hat, das man umsetzen möchte mit seinen Argumenten und nicht der Wahrheit bzw. dem bestmöglichsten Wissen über ein Ökosystem, ohne es zu bewerten, ohne zu sagen, ist das gut, ist das schlecht, sondern einfach, dass wir den Ist-Zustand so wahrheitsgemäß wie möglich herausfinden wollen, dann wäre ein bis zu wirklich nicht zu gebrauchen. Als rhetorisches Mittel, um eben auf die Dramatik der Situation oder der empfundenen Situation hinzuweisen, macht das selbstverständlich Sinn. So, ist aber ansonsten korrekt, dass wir Boden verloren haben seit, sucht euch einen beliebigen Zeitraum aus, das ist auch ein natürlicher Prozess. Boden baut sich immer weiter ab. Erosion ist ein natürlicher Prozess, findet immer statt, immer, 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 immer. Und jetzt müsste man halt mal versuchen rauszufinden, erstens, was ist der durchschnittliche Bodenverlust auf Fläche X, ja, sei es jetzt mal Deutschland. Zweitens, wie viel davon ist der natürliche Bodenverlust auf Fläche Deutschland? Und dann könnte man zum Beispiel sagen, dass wir 10 cm mehr Oberboden, humoser Oberboden meinetwegen, verloren haben, als wir es hätten, wenn wir keine Landwirtschaft eingeführt hätten. Ja? Das wäre jetzt eine korrektere Aussage. Der Herr Wohlleben hat allerdings dahingehend mit der Grundaussage, auch wenn ich mit der Formulierung nicht einverstanden bin, schon recht, dass landwirtschaftliche Nutzung von Böden zu letztendlich Bodenverlust
führt und diesen auch beschleunigt über das natürliche Maß durch natürliche Erosion hinaus. Ja? Aber das ist halt, ja, ich denke mal, in den allermeisten Fällen nicht so dramatisch, dass es 2 Meter sind. Und es kommt auch ganz stark darauf an, wie fruchtbar der Boden vorher gewesen ist. Ein möglicher Vergleich, den ich aus einem anderen Zusammenhang auch schon mal gehört habe, ist, dass man zum Beispiel sagt, ja, die Bodenvernichtung durch Landwirtschaft, durch Mensch, kann man besonders schön am Mittelmeer beobachten. Das waren mal wunderbare Wälder komplett um das ganze Mittelmeer drumherum und jetzt haben sie Garrigue- und Machina-Landschaften, die da vor Ort so genannt werden. Das ist so ein Buschland, so ein trockenes Buschland, wo ein Waldwachstum, ohne jetzt irgendwie mit Dünger und Ähnlichem nachzuhelfen, fürs Erste gar nicht mehr möglich ist, weil die Böden tatsächlich so stark durch die jahrtausendelange Menschheitsgeschichte am Mittelmeer degradiert worden sind, dass da massiv Schäden, ja Schäden in dem Sinne, dass halt der Boden kein Wasser mehr zurückhalten kann, dass es an Nährstoffen fehlt und so weiter, entstanden sind. So, aber, fettes Aber, die Mittelmeerböden waren von der Nährstoffzusammensetzung, als das losging mit der Besiedlung des Mittelmeerraums, auch schon deutlich schlechter als das, was wir in Deutschland jemals hatten. Also selbst ein schlechter deutscher Boden wäre im Durchschnitt doch noch erheblich besser als ein normaler, durchschnittlicher Vor-Menschheitsgeschichte Mittelmeerboden. Und das ist halt wichtig, dass man deswegen auch mit Durchschnitten arbeitet und nicht mit potenziell irgendwo mal gemessene Höchstwerte. So, wir hören noch ein bisschen weiter rein. Hintergrund in der Eifel, das ist Grauwacke, da versickert kaum Wasser. Woran liegt das? Stimmt, Grauwackenschiefer. Also der Herr Wohleben kennt offensichtlich doch seine Geologie. Das ist, wie gesagt, ich will dem Mann auch überhaupt nichts Böses im Sinne von behaupten, der hätte gar keine Ahnung. Er hat sicherlich ein politisches Ziel und in diese Richtung will er. Und die Methoden, die er dazu verwendet, sind halt eben für einen Wissenschaftler manchmal sehr schwer zu ertragen. Ist dieser Boden nicht mehr in der Lage, ich meine, es kommt mehr Wasser runter, offensichtlich, ja, ja, definitiv. Deswegen sagen Sie auch zu Recht, man kann das die Spitze nehmen, aber man kann es nicht gänzlich verhindern. Nee. Warum ist dieser Boden nicht mehr in der Lage, mehr Wasser aufzunehmen, der berühmte Schwamm? Also er wird durch Maschinenbefahrung, die hat er erst in den 50er Jahren eingesetzt, eben zusammengedrückt und verliert dann bis zu 95% seiner Aufnahmefähigkeit. Und zwar in die Verschlechterung der Aufnahmefähigkeit von Böden durch Verdichtung, speziell durch Maschinenbefahrung, spielt seit 50 Jahren eine Rolle. Davor haben wir mindestens 2000 Jahre Siedlungsgeschichte in Mitteleuropa, die ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Ja, alte Böden sind grundsätzlich weniger mächtig als junge Böden, es sei denn, es handelt sich um spezielle Fälle wie zum Beispiel Sandböden, die durch die weitergehende Verwitterung von zum Beispiel noch mehr Sand in der Tiefe immer tiefer werden, dadurch nicht besser und nicht nährstoffreicher, als Hochwasserrückhalteboden durchaus aber vielleicht eine Rolle spielen können. Also da gibt es Ausnahmen. Trotzdem muss man sagen, Befahrung von Böden und diese Verdichtung von bis zu 95%, auch hier wieder eine Bis-zu-Formulierung, 95% ist tatsächlich das absolute Maximum. Das tritt nur bei ganz speziellen Böden auf, die in keinster Weise die Mehrheit eines sämtlicher Böden in Deutschland ausmachen. Auch gerade in der Eifel, durch die Grauwackenschiefer, die da unter anderem von der Geologie her ausschlaggebend für die Bodenbildung sind, hat sich da meist auch schon ohnehin ein sehr toniger Boden gebildet. Weil Grauwackenschiefer ist ein Tonschiefer, der verwittert als Ton. Das ist Bodenkunde, allererstes Semester, allererste, naja, vielleicht nicht allererste, aber dritte Vorlesung. Ne? Sowas um den Dreh. Ton ist von der Korngrößenfraktion her super kleine Partikel, die super eng aneinander haften und ohnehin schon einen sehr stark wasserstauenden Boden bilden. Das ist schon ohnehin also ein extrem dichtes Bodengewebe, das kaum Wasser aufnehmen kann. Fährst du da mit einer schweren Maschine drüber, dann hast du hinterher statt kaum Wasseraufnahme noch weniger als kaum. Das heißt, der Boden nimmt pro Quadratmeter bis zur Maximaltiefe dann halt nicht mehr 10 Liter auf, sondern nur noch 8. Irgendwie sowas um den Dreh und lass es nur 5 sein. Das sind Mengen, die spielen für die Hochwasserrückhalte in einem Tongebiet, wo der Boden aus Ton ist, keine Rolle. Ja? Keine bis hin zu einer minimalen, die eben nur sehr, sehr stark in Zweifel getragen werden kann.
Ein anderes Thema ist, ob der Boden bewaldet ist oder nicht. Da hat der Wohleben dann schon wieder recht, dass eben die Tatsache, dass wenn Bäume da sind und dann auch noch welche mit hoher Wurzelenergie, die möglicherweise diese Tonschicht durchdringen, unten den Tonschiefer vielleicht sogar aufbrechen können und mit den Wurzeln dort zusätzliche Hohlräume, wo die Wurzeln dann drinstecken oder irgendwann nicht mehr drinstecken, wenn der Baum verrottet ist, bilden. Und in diesen Hohlräumen kann dann zusätzlich noch Wasser gespeichert werden, wodurch die Wasseraufnahmefähigkeit eines ansonsten wirklich miserabel wasserzurückhaltenden Bodens weiter gesteigert werden kann. Ja. Aber eben bei der Geschichte des Bodens, nein, es kommt nicht nur auf die letzten 50 Jahre an, sondern auf die letzten 2000 Jahre. Und die letzten 50 Jahre haben die Bodenverdichtung punktuell stark vorwärts gebracht. Ja, das ist richtig. Die Tatsache, dass es sich um eine punktuelle Verdichtung handelt, kommt hier aber nicht so ganz zum Vorschein bzw. nicht zum Tragen und wäre vielleicht noch wichtig gewesen. Hören wir mal noch ein bisschen weiter. Und das kann man nicht mehr retten. Und wir sehen da auch im Hintergrund Bilder von sterbenden Plantagen. Die Einführung der nachhaltigen Waldwirtschaft vor 300 Jahren war die Einführung der landwirtschaftlichen Methoden in den Wald. Und genau seitdem wird Wald angebaut, werden Bäume angebaut wie Getreide und zunehmend wie in der Landwirtschaft auch maschinisiert. Und auch die Waldböden sind mittlerweile zu großen Teilen kaputt gefahren. Und ich halte es für eine gigantische Frechheit, ich will ja dem Herrn Wohleben, wie gesagt, immer noch nichts persönlich nehmen, aber es ist schon eine sehr, sehr starke Verzerrung der Geschichte der Zeit vor 300 Jahren, als die nachhaltige Forstwirtschaft eingeführt worden ist. Da hatten wir nämlich eine Waldfläche, die auf dem niedrigsten Stand in der deutschen, also in der mitteleuropäisch-deutsche Prägung damals, vor 300 Jahren, kann man sich jetzt streiten, ob das schon ein Deutschland gewesen ist oder nicht. Der eine Historiker wird sagen, ja, der Reichsbürger wird erst recht sagen, ja. Manche werden auch sagen, noch nicht so richtig, ist ja auch vollkommen wurscht. Jedenfalls trotzdem, das, was heute Deutschland ist, vor 300 Jahren, gab es da kaum noch Wald. Es herrschte eine riesige Holznot. Und aus dieser Holznot heraus, also nicht Holznot wie heute, wir haben noch intakte Wälder rumstehen, wir wollen aber nicht mehr Holz fällen und dadurch steigt der Holzpreis. Das wäre Holznot, wie man es heute definieren würde. Damals war Holznot, wir haben schlicht und ergreifend nicht mal mehr im Wald rumstehendes Holz, sondern wir haben einfach gar kein Holz mehr oder beziehungsweise es droht stark zur Neige zu gehen. Und diesen Rohstoffengpass haben viele, ja, nicht weiter darauf reagiert, hat ja bisher immer funktioniert. Es gab ja immer noch genug, was man noch abholzen konnte. Und aus dieser wirklich furchtbaren Situation heraus kam jetzt Hans Karl von Karlowitz 1713 oder 23, das weiß ich gerade nicht mehr auswendig, aber innerhalb dieses Jahrzehntes muss es gewesen sein, um die Ecke. Der hat auch Wirtschaft aus wirtschaftlichen Gründen, das muss man schon sagen, weil er eben Holz brauchte für seine Bergakademie in Freiberg in Sachsen. Freiberg, Sachsen kennt man, die Bergakademie gibt es auch noch bis heute. Alexander von Humboldt hat da später auch noch studiert, das ist also eine hochrenommierte Einrichtung. Wie dem auch sei, jedenfalls da war der Berghauptmann und musste als solcher dafür sorgen, dass es genug Holz zum Stollen ausbauen gibt, damit die Stollen eben stabil bleiben und die Bergmänner im Berg ja auch wieder rauskommen, auf gut Deutsch. So, und der hat eben deswegen gesehen, ihm fehlt Holz. Er war Adliger, Hans Karl von Karlowitz, ne? Der hat auch noch diverse andere Namen wahrscheinlich, wenn man da noch länger rumforscht, welche Vornamen da sonst noch eine Rolle gespielt haben. Aber als Adliger hatte er die Möglichkeit, viel zu reisen. Das war damals auch üblich, dass ein Adliger eine Bildungsreise unternimmt und hat auf der eben auch gesehen, wie es um die Holzvorräte in Europa bestimmt ist. Und als ja vergleichsweise alter Mann hat er dann Silvicultura Economica, eine Anleitung zur wilden Baumzucht, geschrieben. Und darin beschreibt er eben unter anderem, dass er der Erste war, der den Begriff Nachhaltigkeit bzw. nachhaltende Nutzung geprägt hat, beschreibt er eben das Prinzip, dass wir die Wälder wieder aufforsten müssen, dass wir für neues Holz sorgen müssen und dass es die Grundidee des nachhaltigen Hiebsatz geben muss, nicht mehr Holz zu nutzen, als gleichzeitig nachwächst. Das ist die historisch bedeutende Entwicklung der Nachhaltigkeit und der Einführung der Forstwirtschaft vor 300 Jahren. Hätte es das nicht gegeben, dann hätte auch ein Herr Wohleben in der Eifel immer noch keinen Wald. Es ist also wirklich für mich als historisch interessierten Mensch eine
hundertprozentige und grauenvolle Verzerrung der historischen Gegebenheiten so zu tun, als wäre das ein großer, großer Fehler gewesen, dass man damals die nachhaltige Forstwirtschaft entdeckt bzw. erfunden hat. Das hat jeden Baum, den wir heute noch in Deutschland finden, insbesondere die Eichen, die sind nur deswegen übrig, weil es die Fichtenplantagen und die Kiefernplantagen dann irgendwann gegeben hat und nur dadurch es überhaupt erdenklich vorstellbar war, dass einzelne Bäume über 300 Jahre heute alt sein können, weil sonst wären die gefällt worden, weil man aus der Not heraus, weil kein einziger Baum mehr verfügbar gewesen wäre, dringend Holz gebraucht hätte. Ja? Also das, was angeblich Urwälder sind, was beim Herrn Wohleben im Wald noch rumsteht, was auch keine sind. Ja? Also diesen Begriff Urwald, den kann man sehr milde auslegen, dann hat er welche, den kann man aber auch korrekt auslegen, dann hat er garantiert keine. Gibt es Deutschland weltweit keine mehr, weil wir den kompletten Planeten, nämlich die Atmosphäre, die Stoffeinträge aus der Atmosphäre in den Boden beeinflusst haben. Und da muss man gar nicht mit dem Klimawandel anfangen, da reicht schon einfach der Stickstoffeintrag durch die Düngung in der Landwirtschaft, durch das Haber-Bosch-Verfahren, um damit ankommen zu können, dass man halt jedes Stückchen Boden, das es global gibt, ein bisschen gedüngt hat, weil einfach der Regen mehr Pflanzen verfügbaren Stickstoff enthält, weil wir davon so viel auf die Felder gehauen haben, dass er dann auch eben in der Atmosphäre zu zirkulieren angefangen hat. So, jetzt habe ich, glaube ich, diesbezüglich darauf hingewiesen, ja, also dieser historische Zusammenhang, dass es seitdem Industriewälder gibt, das ist zwar nicht falsch, aber die Alternative mit dem damaligen Wissen der damaligen Zeit, ja, es gab da halt noch niemand, der auf die Idee gekommen ist, dass wir die Wälder jetzt möglichst naturnah wieder aufforsten müssen, das gab es nicht. Aber die Alternative ist nicht, entweder man hat damals jetzt Industriewälder angelegt oder man hätte super nachhaltige, super schöne Urwälder anlegen können. Nein, die Alternative war, entweder wir machen jetzt Industriewald und das letzte bisschen alte Bäume bleibt uns erhalten. Und wir kommen überhaupt über die Zeit, kriegen die Industrialisierung gebacken und kommen in die Neuzeit, von der wir alle profitieren, nur dadurch, dass wir eben als Rohstoff Holz dann irgendwann in großer Menge verfügbar hatten. Wir konnten nach dem Krieg wieder aufbauen. Holz. Wir konnten ohnehin erst bis zur Entdeckung der Kohle als Heizmittel kommen, weil wir bis dahin Holz genutzt haben. Die ganze Geschichte der Menschheit ist ohne die intensive Nutzung von Holz überhaupt nicht vorstellbar. Auch sämtlicher Fortschritt nicht. Und das schließt medizinischen Fortschritt, Forschungsfortschritt, philosophischen und sonstigen, künstlerischen meinetwegen alles mit ein. Es ist also eine hochgradig ignorante Aussage, so zu tun, als wären die Leute vor 300 Jahren alles Idioten gewesen. Ja, natürlich hatten sie nicht das Wissen von heute. Und das muss man eben als Grundlage zugrunde legen, wenn man sich über die Vergangenheit irgendwie ein Bild machen möchte. Sklaverei war auch mal vollkommen in Ordnung. Ja, natürlich ist das aus heutiger Sicht scheiße, aber man muss das immer im Kontext der damaligen Zeit sehen. Ganz wichtig, ganz wichtig. Also ich habe da ein Riesenproblem damit, als würde man, wären die Leute vor 300 Jahren Idioten gewesen. Die haben unsere letzten Urwälder gerettet. Nur die waren das. Wenn es die nicht gegeben hätte... Wird Wald angebaut, werden Bäume angebaut wie Getreide und zunehmend, wie in der Landwirtschaft auch, maschinisiert. Und auch die Waldböden sind mittlerweile zu großen Teilen kaputt gefahren. Und Maschinen können im Hang immer nur rauf und runter fahren, nicht quer, schaffen in ihren Fahrspuren sogar noch die Abzugskanäle für Wasser. Im Hintergrund sehen wir ja auch einen Harvester. Die können tatsächlich am Hang immer nur rauf und runter fahren. Und die Böden sind aber nicht, und das ist jetzt der große Knackpunkt, im großen Stil überall befahren worden. Und die Maschinen fahren jetzt mal hier hoch und mal da und mal dort und mal da und fahren überall jetzt den ganzen Hang so systematisch ab. Das findet eben nicht statt. Ja? Es gibt da nämlich ein Konstrukt, das nennt sich Rückegasse. Das hat auch jeder schon mal gesehen, der in einem normal bewirtschafteten Wald gewesen ist. Und auf diesen Rückegassen da fahren die schweren Maschinen rum, dass übrigens Holz völlig unbezahlbar wäre für jeden, der jemals irgendwas mit Holz gebaut hat, was Großes, wenn es hochmechanisierte Holzernte heutzutage nicht gäbe. Das könnte man übrigens an dieser Stelle auch mal kurz erwähnen. Ja, das würde sonst überhaupt nicht funktionieren. Das kann nur so als halbwegs günstiges Produkt, auch für Leute, die eben nicht super reich sind, weil sie Bestseller schreiben zum Beispiel. Böser Wink, böse, okay, das war gemein.
Egal. Jedenfalls trotzdem, auch für Leute mit geringem Einkommen sollte Holz ja noch ein erwerbbarer Rohstoff sein und vor allen Dingen Holz ein erwerbbarer Rohstoff sein. Und das kommt eben nur durch Preise zustande, wie wir sie halt überall in der Wirtschaft. So ist die Wirtschaft nun mal. Ja, man kann jetzt natürlich auch anfangen und sagen, ja, wir ändern jetzt grundsätzlich die komplette Wirtschaft des Planeten, indem wir erstens Bäume ab sofort stehen lassen und stattdessen mit Plastik bauen. Und ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll, aber nichtsdestotrotz, Harvester fahren auf Rückegassen. Rückegassen machen in modernen Waldbaukonzepten, ja, vielleicht höchstens, allerhöchstens, 15 bis 20% des Waldbodens aus, wenn es schlecht läuft. Ja. Ich habe da mal eine extra hässliche Grafik vorbereitet. Also die ist nicht extra hässlich, sondern ich kann es einfach nicht besser. Das Grüne hier ist Wald aus der Vogelperspektive. Ne? Also stellt euch einfach einen Waldbestand von oben vor. Und da drin sind zwei Rückegassen, das sind die roten Streifen. Die sollen gleich dick sein, sind sie nicht, weil ich bin zu blöd, das richtig aufzumalen. Und haben eine Gassenbreite von 4 Metern. So. Und zwischen den beiden Rückegassen in einem modernen Forstbetrieb, in einem modernen ökologisch ausgerichteten, das sind noch längst nicht alle, aber das ist so der Standard, den alle anstreben sollten. So ist es auch vorgeschrieben, so lernt man das auch heutzutage, wenn man es lernt. Und da sollen diese Rückegassen eben 40 Meter auseinander liegen, von Gassenmitte zu Gassenmitte. Der Gesamtwald, den ich hier dargestellt habe, das sind jetzt einfach mal 50 Meter, damit ich es besser aufmalen kann. Und wenn wir also jetzt sagen, wir haben auf einem Stück von 40 Metern im Prinzip 4 Meter Rückegasse, weil 2 Meter von der rechten und 2 Meter von der linken Rückegasse, dann haben wir logischerweise einen Rückegassenanteil von der auf der Gesamtwaldfläche von 10%. So, und diese 10% der Gesamtwaldfläche, die Rückegasse sind, die werden verdichtet. Da findet definitiv Bodenverdichtung statt. Das ist unterschiedlich schlimm, je nachdem, um welchen Boden es sich handelt. Es ist relativ harmlos bei eben Tonböden, es ist relativ harmlos bei sandigen Böden, bei allem dazwischen ist es unterschiedlich schlimm bis hin zu sehr schlimm. Das ist richtig. Ja? Also das ist eine Tatsache. Es ist ein notwendiges Übel, weil dies die Holzernte eben nun mal benötigt. Und, aber dazu erzähle ich dann gleich noch ein bisschen mehr. Aber nur, dass wir mal so eine grobe Vorstellung bekommen beim modernen Forstbetrieb, wie viel machen denn diese Rückegassen eigentlich aus? 10% der Waldfläche. Bei 20 Meter Rückegassenabstand, das heißt, dann wäre noch ein roter Streifen in der Mitte. Das gibt's auch. Da hat man dann logischerweise 4 Meter alle 20 Meter Wald. Ergo hätte man dann 20% Rückegassenanteil. Deswegen habe ich auch im eben eingesprochenen Teil gesagt, maximal 20% der Waldfläche werden verdichtet bzw. sind verdichtet. Ich muss mich dahingehend auch nochmal kurz selber korrigieren. Sind verdichtet stimmt so natürlich schon nicht. Das könnte gegebenenfalls ein bisschen mehr sein, je nachdem, wie man früher diese Waldflächen eben bewirtschaftet hat. Wenn man da früher flächig drüber gefahren ist, dann ist der Schaden auch angerichtet. Aber das ist nichts, was man jetzt wieder rückgängig machen könnte, und es ist eine Verfahrensweise, die heute auch nicht mehr angewendet wird. Also man hat da aus den damaligen Fehlern gelernt. Jetzt noch uralte Sachen, die schon längst abgeschlossen sind und entsprechend nicht mehr so gemacht werden, nochmal rauszuholen, den Leuten aufs Butterbrot zu schmieren, ist halt nicht besonders hilfreich. Da kannst du den Italienern auch heute noch vorwerfen, dass sie damals, als sie noch das römische Imperium waren, Sklaven gehalten haben. Böse, böse Italiener. Sowas in dem um den Stil halt. Ja, das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber abgeschlossene, beendete Vorgänge, die nicht mehr stattfinden, weil es keinen Grund gibt zu fordern, damit aufzuhören, weil es die nicht mehr gibt. Das macht aus meiner Sicht macht das wenig Sinn. Oder sie fast nicht mehr gibt. Einige Wälder mag es noch geben, die wirklich saumäßig schlecht bewirtschaftet werden, auch innerhalb von Deutschland. Selbstverständlich hat jede Branche, sei es jetzt die Forstwirtschaft oder der meinetwegen sogar der Pflegedienst oder was auch immer, da gibt es immer auch mal schwarze Schafe, selbstverständlich. Ich meine, wir leben in der Welt, die wir nun mal haben, und die ist halt eben nicht perfekt. So, weiter geht's. Sorry für den Einschub. Das heißt, wir haben Bodenverdichtung ohnehin überhaupt nur durch hochindustrielle Holzernte, wie wir sie heute stattfindet. Falls sie nicht
Entschuldigung, in der Vergangenheit schon mal schlechter bzw. großflächiger stattgefunden hat. Das ist in vielen Forstbetrieben der Fall. Ja, dann sind es auch deutlich schlechtere Werte als eben was heißt deutlich schlechtere, dann sind es halt meinetwegen 30% der Fläche. Ja. Aber es ist nicht ein Großteil der Flächen, es sind 30%. 30% ist noch ein bisschen weniger als ein Drittel. Da von einem Großteil der Gesamtfläche zu sprechen, halte ich für etwas überzogen. Im Übrigen mit einmal drüber fahren. Es kommt auch massiv eben drauf an, was für ein Boden das eigentlich ist. Und nein, der ist mit einmal drüber fahren nicht sofort zu 95% verdichtet und es gibt nur diese eine Zahl, sondern es gibt auch deutlich, deutlich kleinere Zahlen darunter, die den Schaden dann deutlich geringer machen. So, im Übrigen, auch in dem Zusammenhang mit Rüggegassen, dass die ja so furchtbar, furchtbar katastrophal für den Wald sind und dass alle Schäden darauf zurückzuführen sind, dass man Rüggegassen verwendet bzw. mit dem Harvester im Wald rumfährt, dazu gibt es Untersuchungen. Und es gibt eben die Realität. Und die Realität zeigt eben auch, durch die Bundeswaldinventuren unter anderem, dass sich der Waldzustand unter anderem auch seit der Industrialisierung mit schweren Maschinen im Wald nach und nach immer mehr verbessert hat und nicht, wie man jetzt annehmen könnte, immer ganz gravierender und schlimmer geworden ist. Beziehungsweise wenn er sich zwischendurch verschlechtert hat, dann lässt sich das eben sehr, sehr gut mit entsprechenden Dürrejahren und daraus resultierendem Extremklima erklären, falls Rüggegassen dabei eine Rolle spielen. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die halt nicht toll sind, aber halt nun mal ein notwendiges Übel, wenn man einigermaßen bezahlbares Holz haben möchte. Die sind nicht toll, gar keine Frage. Ja? Ohne Rüggegassen wäre schöner. Geht nur nicht. Also immer alles auf die Rüggegassen zurückzuführen und die angebliche, riesig flächige, grundsätzlich überall stattgefundene Bodenverdichtung, das ist einfach zu einfach. Und das ist auch wieder so ein typischer Fall, wo ich eben dem Herrn Wohlleben ein gewisses Maß von Populismus unterstellen möchte, dass er eben eine Erklärung für ein unglaublich komplexes System wie Waldboden liefert. Waldboden, der wesentliche Faktor, der den beeinflusst, ist, wir sind drüber gefahren. Dass eine natürliche Bodenentwicklung auch ganz allein ohne unser Zutun möglicherweise zur Verdichtung führen kann, dass ein Boden ganz von allein auch immer schlechter und schlechter von der Nährstoffzusammensetzung her wird, das wird einfach vollständig, habe ich bei ihm noch nirgendwo gelesen, sagen wir es jetzt mal so, dass er jetzt keine Zeit hat, es beim Herrn Lanz zu erklären, selbstverständlich nicht, ja, das ist klar. Und trotzdem will ich ja auch nochmal und auch jetzt an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass es grundsätzlich unfair ist, dass ich beliebig viel Redezeit habe und mich auch eben darauf vorbereiten konnte, auf das, was ich hier so erzähle, während der Herr Wohlleben das eben live in wenigen Minuten so darstellen musste, wie er es für richtig hält, selbstverständlich, ja. Gut, ich mache an dieser Stelle Mittagspause und dann machen wir hoffentlich hier auch weiter. Das ist nur dann für mich im Schnitt wichtig, dass ich das kurz erwähnt habe. So, da bin ich wieder zurück aus der Mittagspause. Mir sind noch zwei Sachen eingefallen. Erstens, es ist ja auch nicht so, dass jedes Waldstück in Deutschland zwingend immer mit dem Harvester befahren werden muss. Rüggegassen brauchen wir auch dann, beziehungsweise sind auch dann sehr sinnvoll, wenn wir mit bodenschonenderen Methoden, sprich einfach leichteren Maschinen arbeiten, weil über irgendwelche Flächen muss das Holz in jedem Fall, wenn es genutzt werden soll, wenn nicht, dann nicht, ja, wenn man lieber Plastikhäuser baut, aber wenn es Holz genutzt werden soll, dann muss es auch irgendwie aus dem Wald raus und dafür muss es halt nun mal von was gezogen werden. Wenn man dann entsprechend auf wirtschaftliche Aspekte überhaupt keinen Wert legt, dann kann man das auch mit dem Pferd machen. So ein Rückgepferd ist ein ganz tolles Tier, gar keine Frage, ganz wunderbar. Natürlich ist das eine schöne, urige Methode und auch sehr publikumswirksam. Und das kann man bis zum gewissen Grad auch machen. Aber A, wir haben hinten und vorne nicht die Kapazitäten, also ein Pferderückern. Zweitens, wir können größere, große Stücke von Holz mit einem Pferd fast nicht transportieren, dann bräuchte man dann schon einen Mehrstämmer, dann wird es unglaublich aufwendig, das lässt den Holzpreis wirklich ins Bodenlose steigen, das kann kein Mensch hinterher mehr bezahlen und schon gar nicht irgendjemand, der nur über ein normales Einkommen verfügt, das ist also wirklich nur was, was kleinräumig unter besonderen Bedingungen mal gemacht werden kann, was meine ich mit großen Holzstücken? Wenn du einen großen Balken haben willst, im Idealfall wirklich einen Massivholzbalken aus einem Stück Holz,
dann brauchst du halt auch einen langen Baum, aus dem du dann diesen großen Balken auch rausschneiden kannst. Und das kann irgendwann ein Pferd nicht mehr ziehen. Die kurzfristige Belastungsgrenze für ein Rückgepferd liegt so ungefähr bei 1,5 Tonnen, glaube ich, was die maximal ziehen können. So ein richtig krasses Rückgepferd, kurzfristig wohlgemerkt. Und die machen dann aber auch nach einem gewissen Arbeitspensum, haben die auch keine Lust mehr, beziehungsweise sind die fertig, wenn man die Pferde nicht kaputt machen möchte. Das heißt, die kannst du auch nicht 12-Stunden-Schichten im Wald schuften lassen. Das heißt, du kannst schon, aber dann gehen die Pferde halt drauf, beziehungsweise leiden da doch sehr drunter. Das ist also nicht wirklich eine Alternative. Ja? Man kann viel mit Zufällen lösen, man kann viel mit Seilwinden lösen. Auch in dem Fall kann es durchaus hilfreich sein, wenn man eine Rückegasse hat, über die man eben das Holz auch aus dem Wald zerren kann, ohne gleich überall die jungen Bäume mit rauszureißen. Weil wenn man alles an Ort und Stelle umsägt mit der Motorsäge und dann meinetwegen mit dem Rückgepferd mitten aus dem Wald, mitten durch den Bestand zieht, dann zieht man auch den Baum eben mitten durch sämtliche Verjüngung, die sich da mitten im Bestand befindet. Verjüngung sind junge Bäume und die gehen dabei dann auch wieder flöten. Das heißt, dann hat man auch Rinnen im Wald, wo man sämtliche Vegetation quasi zerstört, weil das Holz da auch irgendwie raus muss. Über die Rückegasse ist es der gleiche Schaden, nur ist er halt an definiertem Ort und sämtliche Stämme gingen über die gleiche Rückegasse raus und damit ist das, ja, an einem Ort zwar viel Schaden, ja, aber dafür am Rest des Waldes so wenig wie möglich. Das ist nicht eine tolle Methode. Das ist aber für wirtschaftlich funktionierende, für wirtschaftlich gute Holzwirtschaft, die dann Holz auch zu einem Preis, womit man es auch verwenden kann, zur Verfügung stellen kann, ist das die einzig gangbare Methode nach dem aktuellen Stand der Technik. Also eine abgesehen davon, wenn wir erklären, Holz zum reinen Luxusprodukt für unglaubliche Mondpreise, Mondholz, dann geht das, ja, aber auch nur dann. Also die wirtschaftlichen Aspekte, auch die volkswirtschaftlichen Aspekte, die Tatsache, dass wir nachwachsende Rohstoffe in Zukunft viel mehr benötigen werden als weniger und wir in einem Waldland wie Deutschland eben als nachwachsenden Rohstoff, insbesondere wenn wir sagen, wir pflanzen viel mehr Bäume, dann haben wir auch viel mehr Waldfläche, ja, dann brauchen wir aber erst recht Holz, weil wir dann eben auch nicht sagen können, wir bauen alternativ Strohziegel und bauen unser Holz mit Stroh. Rohziegeln oder andere Hightech-Methoden, die da eben im Gespräch sind, oder der berühmte Wunderpflanze Hanf, die auch längst nicht so toll ist, wie sie immer gerne mal dargestellt wird. Ne? Ich meine, Hanf wächst groß, wird entweder hoch oder hat entweder viel Öl oder hat entweder tolle Blüten, wo man ganz fancy Sachen draus machen kann. Was immer vergessen wird zu erwähnen, der hat nicht alles gleichzeitig, sondern eins davon. Eins von diesen drei Funktionen. Entweder hast du einen riesen Faserhanf, mit dem du dann auch toll mit Hanffaser arbeiten kannst und so weiter, aber dann hast du nicht noch gleichzeitig super viele Samen dranhängen für Hanföl und du hast auch nicht gleichzeitig super viele Blüten dranhängen für meinetwegen medizinische Anwendungen oder für diejenigen, die es brauchen und meinetwegen auch zum Rauchen. Das ist mir vollkommen egal, was man mit dem Zeug anstellt oder nicht. So, jedenfalls das noch als Ergänzung und ich glaube, wir waren an dem Punkt stehen geblieben, wo der Herr Wohlleben uns noch so ein paar schöne Dinge zu Bodenverdichtung erzählen möchte. Auch das wieder jetzt ein bisschen gemein von mir. Ne? Also ich versuche mich ja wirklich am Rahmen zu halten und am Rahmen zu reißen, dass das hier alles menschlich so gut wie möglich abläuft. Es werden in den letzten Monaten und Jahren zunehmend Riesenkahlschläge angelegt. Das heißt, der ja. Aber wir haben auch zunehmend Borkenkäfer-Kalamitätsflächen, sprich der Wald ist da ohnehin tot. Und was man tut, ist die toten Bäume wegschnibbeln, bevor die von alleine umfallen. Das tut man. Das ist schon nochmal was anderes, als wenn man im gesunden Wald riesige Kahlflächen anlegen würde. Ja, das hat quasi kaum noch Relevanz, dass man in gesunden Wäldern noch Kahlschläge macht. Das ist eigentlich vorbei, die Zeit, mehr oder weniger. Die allermeisten Landeswaldgesetze der meisten Bundesländer haben auch ein gewisses Kahlschlagverbot drin. Da sind nur noch sehr kleine Kahlschläge, vergleichsweise sehr kleine Kahlschläge erlaubt. Und darüber hinaus müsste man dann schon wirklich eine sehr, sehr gute Begründung haben, wie zum Beispiel vollständig abgestorbener, durch Borkenkäfer vernichteter Fichtenwald. Das ist so ein Grund, bei dem das Waldgesetz dann tatsächlich eben auch noch Ausnahmen für große Kahlschläge vorsieht. Innerhalb der forstlichen Praxis überrascht das niemanden.
Und man muss dazu sagen, dass es zu, wenn man schon mit reinen Fichtenplantagen, das Wort ist für einen reinen Fichtenwald tatsächlich in Ordnung, da kann man schon Plantage sagen. Ja, das ist auch was, was viel am Wohlleben kritisiert, Herrenwohlleben, Entschuldigung, kritisiert wird, dass er halt immer von seinen Plantagen spricht. Wenn es sich um einen Fichtenreinbestand mit gepflanzten Bäumen handelt, dann finde ich schon, dass man das tatsächlich so nennen darf. Zwar ist es offiziell so, dass Deutschland kaum Plantagenfläche hat, weil Deutschland politisch, da wird mir der Wohlleben sicher recht geben, relativ gut darin war, in der FAO und der Food and Agriculture Organization der UN, UN sind sie, quasi klarzustellen, dass ihre Fichtenwälder, unsere Fichtenwälder, ja, die alten, noch in Reih und Glied gepflanzten Fichtenwälder, die seit 40 Jahren von kaum noch jemand gepflanzt werden, außer so ein paar Privatwaldbesitzern, weil die mit ihrem Grund und Boden halt machen dürfen, was sie wollen. Und wenn sie dann halt der Meinung sind, Großvater hat gesagt, du musst Fichte pflanzen und Großvater wird schon recht gehabt haben und das dann halt bis heute immer noch tun, dann dürfen die das jetzt erstmal. Ja, man versucht da Aufklärungskampagnen zu fahren, aber im Staatswald findet das unter Normalbedingungen nicht mehr statt, solange es gangbare Alternativen gibt. Wenn es das doch nochmal stattfindet, dann hat es meistens, ich sage jetzt auch nicht, jeder ist fehlerfrei, ja, da mag es auch mal den einen oder anderen geben, der vielleicht dann noch ein bisschen querschießt, aber sind keine großen Flächen mehr. Das sind wirklich keine großen Flächen mehr, wo das noch passiert. Und dadurch, dass man eben dann auch in der natürlichen Biologie eines Fichtenwaldes, auch die natürlichen Fichtenwälder, weil es gibt weltweit ja sehr wohl natürliche Fichtenwälder, die haben auch die Eigenschaft, dass sie großflächig durch Großschäden, Schadensereignisse zusammenbrechen. Das kann auch da mal ein Borkenkäfer sein, das kann ein Waldbrand sein, das kann ein Sturm sein. Und auch dann sind riesige Flächen von Wald betroffen. Das großflächige Absterben von Fichtenwäldern ist also so in gewisser Weise wirklich in der Biologie der Baumart zu finden. Muss in Deutschland zwar so nicht unbedingt zwingend stattfinden, allerdings unter Anbetracht dessen, dass wir eben einen viel zu südlich liegenden borealen Nadelwald zum Teil, also zumindest von der Baumartenzusammensetzung her, hingestellt haben, ist das so ein bisschen, ja, ne? Es überrascht ja auch nicht wirklich jemanden aus dem Fachbereich. Was man dazu allerdings auch noch wissen muss, also beziehungsweise, dass es mal große Flächen von toten Kiefern und Fichten geben wird, das überrascht wirklich kaum jemanden, der sich damit so nennenswert auseinandersetzt. Wie viel das jetzt auf einmal und plötzlich ist, ist natürlich trotzdem schockierend, aber für unmöglich hat das sicherlich niemand gehalten, der in irgendeiner Form mal Wald gelernt hat. Nur müssen wir halt eben jetzt noch dazu sagen, das ist trotzdem kein Grund, dass man jetzt vor 20 Jahren oder was schon gesagt hätte, wir sägen jetzt alle Fichten ab, auch wenn sie noch viel zu jung sind, dass sich das lohnt, verschwenden sozusagen noch die Wuchskraft, die in diesen Bäumen noch drin steckt und ernten sie mit viel weniger Holz unter enormen Verlusten wirtschaftlicher Art, weil wir sie dann halt weniger gut verkaufen können, weil die Möglichkeit besteht, dass sie in 20 oder in 30 oder meinetwegen auch nur erst in 10 Jahren umkippen. Ja, das wäre einfach wirtschaftlich ziemlicher Unsinn gewesen. Man muss immer im Hinterkopf behalten, dass die Vorgänge in den Wäldern unglaublich viel Zeit brauchen. Wenn man einen Waldumbau machen, dann muss man den kompletten stehenden Bestand, der eine durchschnittliche Umtriebszeit von 100 Jahren hat, die auch vorgesehen ist, über 100 Jahre hinweg langsam nach und nach umbauen. Weil man erst dann, wenn die Bäume eben wirklich auch ihren vorgesehenen Erntezeitpunkt erreicht haben, erst dann kann man die fällen ohne große wirtschaftliche Verluste, was sich die allermeisten eben auf wirtschaftliches Handeln angewiesenen Betriebe nun mal nicht leisten können. Und jetzt ist es nicht so, dass man mit Wald super unglaublich reich wird, außer in seltenen Ausnahmefällen und schon gar nicht in Deutschland, wo die Lohnkosten sehr hoch liegen. Also es geht hier nicht darum, dass sich irgendjemand vom Milliardär zum Billiardär mausern will, sondern hier geht es wirklich um im Normal Bereich liegende Einkommen von Leuten, die dann eventuell eben noch einen Wald nebenher haben und dann da sich nochmal ein extra Zubrot verdienen wollen. Also das sind so die größten
Die meisten Fälle, wo eben dann der wirtschaftliche Faktor jetzt für Privatleute eine Rolle spielt. Und wenn der Staat irgendwo Gewinne aus dem Wald zieht, dann landet das für uns alle im Steuersäckle. Ja, das muss man ja auch noch vielleicht, das darf man zumindest nicht ganz ignorieren. Ob man das jetzt wichtig findet oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Und da darf auch gerne jeder seine eigene Meinung zu haben. Aber ja, das war so ein paar generelle Dinge dazu. Also, aber Herr Wohlleben hat recht, die Kahlschläge haben schon zugenommen. Ja, aber es gibt dafür halt wirklich für Fachmänner sehr gut nachvollziehbare Gründe, weshalb das so ist. Und es wird auch nur ein kurzfristiges Intervall eben sein, solange noch große Fällchen von Fichte ausfallen, vor allen Dingen Fichte, wird es auch weiterhin dann eben danach die Aufräumarbeiten auf dieser Fläche geben. Dann das Bild, was wir hier im Hintergrund sehen, es ist gerade ein bisschen unscharf, weil es wahrscheinlich gerade am Überblenden war, als ich hier auf Pause gedrückt habe. Aber das sind natürlich dann wieder so Waldbilder, die wird man immer finden. Was man aber auch immer finden wird, und das ist dann auch das Problem mit der Instrumentalisierung eines einzelnen Bildes, sind Beispiele für Rückegassen, die sehr gut aussehen, wo kaum Gleise hinterlassen worden sind, wo der Wald hinterher noch richtig schön intakt ist, wo alles prima gelaufen ist. Auch davon könnte ich jetzt zum Beispiel Fotos einblenden. Ich spaß mir, weil das führt nirgendwo hin, aber es ist halt immer wirklich eine Einzelbeispiele. Ja? Du kannst dir die schlimmste Rückegasse in Deutschland aussuchen, die sieht dann wirklich ganz, ganz furchtbar aus und kannst sagen, so sieht es überall aus. Oder du kannst dir halt eben die tollste Rückegasse raussuchen und sagen, dafür gibt es ganz, ganz, ganz furchtbar viele Beispiele, wo es halt eben so aussieht. Tatsächlich wurde meines Wissens selten ermittelt, beziehungsweise glaube noch gar nicht, wie denn der durchschnittliche Rückegassenzustand in Deutschland eigentlich ist. Ist also eine ganz große Wahrnehmungsfrage, ob man das Gefühl hat, die sehen überall so aus. Oder wenn man halt eben in noch gesunden Wäldern unterwegs ist, davon haben wir zurzeit weniger, als wir auch schon hatten, das ist so, dann sehen sie halt anders aus. Ja? Ganz schwierig und da darf sich gerne auch jeder wirklich seine eigene Meinung zu bilden. Und ich wollte einfach nur noch ein paar ergänzende Worte dazu finden. Regen trifft ungehindert auf den Boden und rauscht dann in diesen Spuren zu Tal. Also diese industrielle Forstwirtschaft hat das Hochwasser sicher deutlich mit befördert. So, der Regen tritt ungehindert auf den Boden. Das würde in jedem Fall passieren, weil wenn die Bäume vorher tot sind, dann tritt der Regen auch ungehindert auf den Boden, beziehungsweise das bisschen, was in den kahlen Ästen, die dann da noch als Fichte, als tote Fichte rumstehen, hängen bleibt, das macht nur sehr, sehr wenig vom Gesamtniederschlag, insbesondere bei Starkniederschlagsereignissen, kaum noch was vom Gesamtniederschlag aus. Das ist also auch bei intakten, zumindest Fichtenwäldern der Fall. Langfristig gesehen, hätte man da nie Fichte angepflanzt, ja, dann wäre es besser. Ja, das ist dann eben solche, wären irgendwann in der Geschichte der letzten 100 Jahre dies und das passiert, dann wäre heute vielleicht besser. Kann man natürlich sagen und kann man als Beispiel bringen, um zu zeigen, dass man damit jetzt heutzutage endlich aufhören muss. Aber ich glaube, wir müssen uns nicht wirklich Sorgen darüber machen, dass irgendwer noch auf die Idee kommt, großartig viel die Fichtenforstwirtschaft fortzusetzen. Ein paar einzelne unbelehrbare, ja, aber das ist auf keinen Fall eine große Menge. Die allermeisten Forstbetriebe, was die jetzt an Fichte verloren haben, zum Teil kann man vielleicht sogar ganz froh sein, dass man sie los ist. Und da wird dann mit irgendwas anderem, mindestens Teilmischbeständen, also sprich eine Mischung, also Mischbestand ist ja per se schon eine Mischung aus Mischwald, genau genommen, Laub und Nadelhölzern. Ja, und Laub und Nadelhölzer sind auch für die Wirtschaft wirklich ein sehr, sehr guter Kompromiss für die Zukunft. Damit lässt sich A, Geld verdienen, B, Kosten effizientes Baumaterial zur Verfügung stellen. So günstig wie Fichtenreinbestand wird es nicht mehr. Ja, das ist wirklich die billigste Form der Holzbereitstellung, die wir in Deutschland leisten können, mal abgesehen von wirklichen Plantagen, über die man übrigens durchaus auch nachdenken könnte, dann aber auch wirklich als Plantage gekennzeichnet und dann soll das auch nichts anderes sein als eine Plantage. Sicherlich kommt ein Großteil des Zorns an der Forstwirtschaft daraus, dass man eben sagt, es sei keine Plantage und im Grunde ist es schon irgendwo. Also die Definition von Plantage ist in vielen Fichtenreinbeständen eben entsprechend erfüllt. Ja? Die noch wirklich in ganz ursprünglicher Form so dastehen, ja, wie das mal in der schlimmsten Zeit des Fichtenanbaus, das Schlimmste in relativem Zusammenhang mit der entsprechenden Gegebenheit der Zeit, auf die Historie sind wir ja schon eingegangen, gewesen ist. Ja, also, ja, es ist.
Es ist Gemecker in eben einer Situation, die damals eine ganz andere war, die andere Reaktionen entsprechend gefordert hat. Ja, heute sollte man es besser machen und ja, heute sollte man keine Fichte mehr pflanzen. Und wenn der Herr Wohle, beziehungsweise nicht im Rheinbestand. Und wenn der Herr Wohle eben noch Leute kennt, die eben Fichten pflanzen, dann gebe ich ihm recht, dass das so nicht mehr gehört und so auch nicht besonders toll ist. So, und ja, eine Rückegasse kann eine Erosionsrinne sein. Allerdings, insbesondere jetzt im Bereich der Eifel, wo wir uns ja gerade stark niederschlagstechnisch befinden, ist der Boden sowieso nicht besonders mächtig. Das heißt, da kann auch nicht viel Boden abgetragen werden, bis dann der Stein letztendlich ansteht. Und das war es dann auch. Also mehr Erosionsrinne als so kann dann nicht entstehen. Und wie gesagt, die toten Bäume stehen zu lassen, hätte nur einen geringfügig die Situation verbessernden Effekt. Dazu kommt, dass tote Bäume stehen lassen auch noch wieder andere Nachteile hat. Außerdem sind es Rohstoffe, auf die man dann verzichtet, auch wenn die nicht viel Geld gebracht haben. Aber zum Beispiel hinter den Privatwäldern stecken eben auch finanzielle Existenzen von Menschen, die wir nicht ignorieren können. Ne? Die hatten einen Wald und wollten mit dem irgendwann mal Geld verdienen. Jetzt ist denen ihr Wald abgestorben und jetzt wollen sie mindestens versuchen, da eben noch ein bisschen Kohle rauszuholen, bevor sie auf eigene Kosten vom Staat gezwungen werden. Das ist zwar auch nicht ganz falsch, ehrlich gesagt, aber trotzdem im ersten Moment ist es mal, sie werden vom Staat gezwungen, da auf eigene Kosten wieder aufzuforsten. So, und dann wollen sie logischerweise vorher noch ein bisschen Geld haben, damit sie sich diese Aufforstung auch leisten können. Also verkaufen sie halt das Holz für wenig Geld nach Amerika oder nach China oder sonst wohin, einfach damit wenigstens noch ein bisschen Kapital reinkommt. Das ist die menschliche Komponente. Die darf man nicht einfach vergessen. Ich bin ja selber eher Ökologe als Ökonom, aber würde trotzdem in jedem Fall nie auf die Idee kommen, wirklich völlig zu vergessen, dass das Leute gibt, die eben davon irgendwie leben müssen und irgendwie gerne ihren Lebensunterhalt bestreiten wollen. Und ne, also die kann man einfach vollkommen ignorieren und einfach sagen, nein, wir müssen die Natur schützen und dass das denen ihr Privatbesitz ist, ja, Privatbesitz gibt es dann halt einfach nicht mehr. Das ist, sagt sich immer ganz leicht für Leute, die keinen haben. Ja. Schwierig, ganz, ganz schwierig, eben wenn man die menschliche Komponente nicht ausblendet. So, aber jetzt lassen wir den Herrn Wohleben nochmal zu Wort kommen. Öfter in der Sendung über die Frage Laubbäume oder Nadelbäume unterhalten. Spielt das dabei auch eine Rolle? Klar, es spielt eine große Rolle. Also von Natur aus hätten wir hier Buchenurwälder und Wälder haben ja dieselben Interessen wie wir. Die möchten Extreme dämpfen. Nein. Also ja, wir hätten von Natur aus hier Buchen. Ja, inwiefern Urwälder ist zum Beispiel schon mal sehr umstritten, weil die Frage ist nach der Wiedereinwanderung der jeweiligen Baumarten nach der Eiszeit der letzten, die vor 10.000 Jahren dann endgültig zu Ende gegangen ist, haben sich die Baumarten, die in den sogenannten Refugien überlebt haben, also abseits des Eises, wieder auf den Weg gemacht, um in Baumwandergeschwindigkeit, also sehr langsam über Baumgenerationen hinweg, über Bucheckern, die vom Baum fallen, über Eicheln, die vom Eichel her transportiert werden, und solche Späße, wieder nach Mitteleuropa aufgemacht. Direkt nach der Eiszeit hatten wir hier kaum Wald, gar nicht. Kiefern waren da, ein bisschen Gestrüpp war da, sowas. Und nach kamen dann halt die Bäume je nach Ausbreitungsgeschwindigkeit wieder an. Dass die Buche dann derzeit die natürlich dominierendste Baumart ist, da fragt man sich nämlich inzwischen in der Historie durchaus, hat die das alleine geschafft? War die schnell genug von der also Rückwandergeschwindigkeit in Richtung Deutschland? Oder hat sie die Siedlungstätigkeit, die mit Rückgang des Eises durch eben die frühen Menschen auch schon stattgefunden hat sie diese geringe Siedlungstätigkeit, wir waren da ja noch nicht viele, nicht doch vielleicht schon in ihrer Ausbreitung massiv befördert, weil die Jungsteinzeitler, oder beziehungsweise so jung waren die dann gar nicht mehr, ist ja auch egal. Jedenfalls die Menschen damals, vor 10.000 Jahren, haben schon auch Löcher in den Wald gehauen. Und aus diesen Löchern in den damals vorherrschenden Eichenmischwald größtenteils, da konnte sich in so einem Loch die Buche viel besser etablieren, als wenn sie erst unter den Eichenmischwald hätte kommen müssen und da drin hätte hochwachsen müssen. Das ist also selbst für eine so dominante Baumart wie die Buche durchaus eine große Herausforderung.
Und ja, da ist man sich also wirklich nicht mehr sicher, ob sie denn wirklich als Urwald, wenn wir Urwald als ohne Zutun des Menschen so flächendeckend in Deutschland tatsächlich vorhanden geworden wäre, wie sie das jetzt derzeit ohne Frage ist. Ja? Und damit muss ich jetzt eigentlich fast dem vegetationsgrundlichen Ansatz so zum Teilen widersprechen, was ich gar nicht gerne tue, weil wir höchstens ja aus der Vegetationskunde stammen, so von der Familienhistorie her. Aber es spielt eben auch eine Rolle und das ist eine alternative Sichtweise. Grundsätzlich bin ich aber schon beim Herrn Wohlleben, was die Frage nach dem, wie würde der deutsche Urwald aussehen, angeht. Ja, buchendominierte, größtenteils Waldflächen, überall da, wo sich Wald natürlich entwickeln kann, vielleicht hier und da dann mal von großen Säugetieren, die wir ja auch nicht mehr haben, woran auch zum Teil wir natürlich doch schuld sind, nochmal etwas zurückgedrängt werden könnte. Das kann man sich schon ganz gut vorstellen. Was war denn das andere, was er noch gesagt hat? Spulen wir ihn mal noch ein klein wenig zurück, Entschuldigung. Diese industrielle Forstwirtschaft hat das Hochwasser sicher deutlich befördert. Wir haben uns hier öfter in der Sendung über die Frage Laubbäume oder Nadelbäume unterhalten. Spielt das dabei auch eine Rolle? Klar, es spielt eine große Rolle. Also von Natur aus hätten wir hier Buchenurwälder. Und Wälder haben ja dieselben Interessen wie wir. Die möchten Extreme dämpfen. Ja, man kann sich jetzt eben sehr streiten, das ist jetzt so eine typische Wohlleben-Formulierung auch, also wirklich ganz typisch, das macht er auch in seinen Büchern, das ist wahrscheinlich mit einer der Gründe, weshalb diese sich auch so gut verkauft haben, da spekuliere ich jetzt einfach mal, dass Bäume eben gerne vermenschlicht werden. Nein, Wälder haben natürlich nicht dieselben Interessen wie wir, das kann man jetzt wirklich nur, wenn man das komplett entfremdet und irgendwie über sieben Ecken bricht, vielleicht irgendwie romantisiert so sagen, aus naturwissenschaftlicher Sicht ist das schlicht und ergreifend Mumpitz. Wenn man überhaupt von Interessen bei Pflanzen sprechen kann, was man eigentlich nicht kann, wenn wir uns klar machen, wie sehr eine Interesse durch höhere, weitergehende Denkvorgänge geprägt ist, die Pflanzen so nicht besitzen. Das heißt nicht, dass Pflanzen dumm sind oder nicht denken, das will ich ja gar nicht behaupten, aber sie tun es auf eine so grundlegend andere Art und Weise von uns, dass da ein Vergleich sehr schwerfällig erscheinen mag, zumindest eben aus einer naturwissenschaftlichen Perspektive. So. Und der Wald hat wahrscheinlich auch nicht das Interesse, jetzt primär die Bäume kommen zusammen und sagen, so, was wollen wir heute machen? Wir wollen Extremereignisse zurückhalten. Okay, lasst uns Extremereignisse zurückhalten. So wird das wahrscheinlich weniger ablaufen. Der Wald hat auch, ne, also wenn man dem überhaupt ein Interesse unterstellen will, dann ist es frei nach Darwin Arterhalt, was damit einhergeht, dass man erstmal sich selbst als Individuum am Leben halten muss, damit man weiter in der Lage ist, zur Reproduktion und damit dann den Arterhalt sichern kann. Das finden wir jedenfalls in jedem Ökosystem, das die Erde so hat, dass die Ökosysteme so ausgelegt sind, dass die einzelnen Individuen und Organismen da drin versuchen, durch ihr Handeln sicherzustellen, dass sie als Art überdauern mögen. Und ja, das kann man natürlich dann auch dadurch bevorzugen, beziehungsweise es ist sinnvoll, zum Arterhalt Extremereignisse dann wiederum abzumildern. Also über 27 Ecken kann man das schon so sagen, aber damit haben viele, viele Kollegen Schwierigkeiten. Ich verwende hin und wieder auch mal das Instrument der Vermenschlichung von Pflanzen, um mal einen Sachverhalt besser zu erklären, dass das etwas verständlicher ist. Daher kann ich das dem Herrn Wohlleben nicht wirklich vorwerfen. Ich wollte aber nur mal ein Beispiel eben für viele Kritik, die man eben woanders auch hört, an dieser Baumvermenschlichung bringen, weshalb das dann mitunter manchmal auch ein bisschen schwierig sein kann. Ne? Aber tut jetzt nichts weh. Also das daran kann man sich jetzt, ne, das ist schon ein bisschen übertrieben, wenn man sich da jetzt furchtbar drüber aufregt, finde ich. Übrigens, wir reden jetzt über zu viel Wasser. Wir sind ja schwach im Innern. Die letzten 3 Jahre war unser Problem zu wenig Wasser. Und Wälder sind halt sehr, sehr ausgleichend. Das Hauptproblem im Zusammenhang mit Wald ist nicht Holz. Wir fokussieren jetzt uns schon wieder auf das Thema Holz im Wald. Also nicht wir in dieser Runde, sondern als Gesellschaft. Und das Hauptthema im Wald wird Wasser werden. Das wird das Hauptthema dazu.
Das ist zum gewissen Teil sicherlich richtig. Ich würde schon aber sagen, dass das Holz, dass wir uns auch als Gesellschaft auf das Thema Holz fokussieren, gute Gründe hat, weil wir eben als Gesellschaft einen Rohstoff der Zukunft brauchen, der die Kriterien Nachhaltigkeit erfüllt. Ja, den wir also wirklich bis in alle Ewigkeit so nutzen können, dass der eben nachwächst. Und da gibt es zu Holz, also sagen wir mal so, Holz ist die mit Abstand schon seit längster Zeit und am besten erforschteste Alternative, wenn es darum geht, eben einen nachwachsenden Rohstoff für stoffliche Anwendungen nutzen zu können. Ja, man kann am Bambus forschen, man kann an diversen Lignocellulosefasern forschen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber wenn man mit dem Holz, das schon da ist, arbeiten kann, dann ist das auf jeden Fall keine schlechte Idee. Man muss da nicht unbedingt zwingend das Rad immer neu erfinden. Kann es selbstverständlich trotzdem und man kann auch mit vielen verschiedenen Wägen, Rädern am Wagen unterwegs sein, das ist gar keine Frage. Aber Holz wird für die Zukunft, und wenn man nicht völlig ignoriert, dass es eine Wirtschaft gibt, das kann man machen, aber da wird man halt eben Schwierigkeiten bekommen, weil mit der kompletten Ignorierung, dass wir jetzt das Leben nur noch auf ökologische Zusammenhänge runterbrechen, auch wenn mir das grundsätzlich gefallen würde, das ist einfach nicht die Realität und Wirtschaft spielt nun mal eine Rolle. Und wir werden keine große, breite gesellschaftliche Mehrheit für irgendwelches Vorgehen finden, das die Wirtschaft vollkommen vernichtet, in Anführungszeichen. Ja? Ist nicht konsensfähig und nicht mehrheitsfähig und wird sich nicht durchsetzen lassen. Daher finde ich es auch nicht besonders klug, in diese Richtung ein bisschen, ist ja in Ordnung, massiv in diese Richtung zu argumentieren. Und wir werden weniger Wasser im Sommer haben über viele, viele Jahre und zwischendurch immer wieder so harte Ereignisse wie jetzt. Und beides kann der Wald super gut ausgleichen, weil... Ja, das kann man, ist vielleicht noch ein bisschen im Blick in die Kristallkugel. So genau wissen wir das jetzt auch wieder nicht. Wir wissen, dass netto die Niederschläge in größten Teilen von Deutschland ungefähr gleich bleiben. In wenigen Teilen werden sie wahrscheinlich ein bisschen insgesamt abnehmen. Die Verteilung der Niederschläge, da hat der Herr Wohleben aber jetzt schon durchaus recht, wird wahrscheinlich so sein, dass es mehr Starkniederschlagsereignisse gibt, gleichzeitig auch mehr Dürren. Also von der ungefähr gleichen Wassermenge wird mehr auf eine unangenehme Art und Weise auf einmal und dann lange Zeit gar nicht runterkommen. Ja, also schon grob, ob das jetzt immer so sein muss und ob es lange Dürreperioden von vielen Jahren und dann ein Starkniederschlagsereignis gibt und dann wieder lange Dürre und dann wieder Starkniederschlagereignis. So eine Periodität kann man nicht wirklich vorhersagen und die würde ich, ja, aber kann schon sein. Ja. Und das ist in Ordnung, alle anderen gucken, was das angeht. Wenn man jetzt solche exakten, ortsbezogenen Aussagen für die nächsten Jahre machen will, ist es immer ein Blick in die Kristallkugel. Daher kann da jeder nur in die Kristallkugel gucken. Professionell wäre es einfach gar nicht zu machen, genau zu sagen, wie es die nächsten Jahre kommt, meiner Meinung nach. Aber ja, das ist schon in Ordnung. Sondern als Gesellschaft. Und das Hauptthema im Wald wird Wasser werden. Das wird das Hauptthema der Zukunft. Und wir werden weniger Wasser im Sommer haben über viele, viele Jahre und zwischendurch immer wieder so harte Ereignisse wie jetzt. Und beides kann der Wald super gut ausgleichen, weil er, wie gesagt, beides nicht braucht. Und diese Pflanzen, die es seit Dutzenden von Millionen Jahren gibt, die haben sich so angepasst, dass sie das eben weitestgehend verhindern. Dann nochmal der Unterschied zwischen... Da wird jetzt der Vegetation auch ein bisschen eine sehr, sehr, sehr große Macht zugestanden, die sie... weitestgehend so nicht hat. Ja, sie hat einen massiven Einfluss auf den Wasserhaushalt einer Landschaft, positiv wie negativ. Das ist schon so. Allerdings kommt es immer darauf an, wo man sich auf dem Planeten befindet. Ein tropischer Regenwald beispielsweise ist massiv in der Lage, sein Kleinklima, da wo er eben entsprechend steht, zu beeinflussen. Das ist so. Der hat einen ganz massiven Einfluss drauf. Ist er weg, gibt es ein ganz anderes Klima, als ist er noch da. Und je nachdem, wie intakt oder nicht intakt er ist, ist das schon eine ganz, ganz große Nummer. Das ist in moderat temperierten Wäldern wie bei uns deutlich weniger stark aus. Geprägt. Ja, es spielt eine Rolle, aber
Ja, schwierig. Ne? Außerdem, was man ja immer noch gerne mal dazu sagen kann, das weiß der Herr wohl eben aber auch, das ist gar keine Kritik, die Geschwindigkeit der Änderungen des Klimas, beziehungsweise der Änderung generell, die ist ja das große Problem. Das Problem ist ja nicht, dass Pflanzen nicht und auch so Bäume, unsere Wälder nicht in der Lage wären, sich an Klimaänderungen anzupassen. Das tun sie tatsächlich, seit es Pflanzen gibt. Ja, gar keine Frage, seit es Leben gibt auf diesem Planeten. Die Frage ist, wie schnell passiert diese Änderung? Weil was es auch seit es Leben gibt auf diesem Planeten gibt, sind eben Massenaussterben. Wenn halt mal eine Änderung zu schnell ging, dann war halt alles tot. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja? Es gibt sehr wohl Grenzen der Anpassungsfähigkeit, immer wieder in der Erdgeschichte stattgefunden. Und das ist nicht so, dass der Wald alles übersteht. Ja, der kann dann schon durchaus mal weg sein. Dann wächst halt ein paar tausend Jahre später der nächste Wald. Das vergessen wir immer, dass die Zeiträume, die wir überblicken können, viel kürzer sind als die, wie die in meinem Ökosystem eine Rolle spielen. Also ein Massenaussterben von sämtlichem Leben auf dem Planeten oder sagen wir mal 99% davon, das wäre, wenn man das rein ökologisch betrachtet, sprich auch nicht wertend, überhaupt kein großes Problem. Danach entwickelt sich irgendein anderes Leben. Das Leben war weder früher besser oder richtiger als heute, noch wird es in Zukunft besser oder richtiger als heute sein. Das ist. Und wenn man das wertungsfrei so im Raum stehen lässt, wir sollten halt möglicherweise oder wir können nachvollziehbarerweise eventuell ein Interesse daran entwickeln, dass sich das Ökosystem, das wir gewöhnt sind und in dem wir lebensfähig sind, nicht schlagartig zu einem Ökosystem, in dem wir nicht lebensfähig sind, wandelt, weil das wäre für uns tatsächlich ein bisschen blöd. Ja? Aber das sollte jetzt, wie gesagt, keine Kritik am Wohlleben sein, sondern nur noch so ein allgemeiner Einwurf. Einem Nadelwald und einem Urwald, einem Laubwald sozusagen, also in Deutschland Urwald, Laubwald. Ne? Also ein Nadelwald, wo ist der Unterschied? Also in Deutschland ist ein natürlicher Nadelwald, da sieht das anders aus, aber in Deutschland sind das ja Plantagen. Das sind Plantagen, da werden die Bäume gepflanzt, die haben geschnitten. Ja, nicht zwingend. Nicht jeder Nadelwald, den wir haben, ist eine Plantage. Es gibt die, das hatte ich ja schon bereits gesagt. Wenn es sich allerdings um einen aus Naturverjüngungen entstandenen, sage ich mal, Nadelbaum dominierten Wald handelt, der keine anderen Strukturen einer Plantage, sprich Baumreihen in Reihe und Glied und so weiter und so fort mehr aufweist und einfach ein nadelbaumdominierter Wald ist, dann reicht für den Begriff Plantage jetzt nicht mehr. Ja? Wir müssen schon die korrekte Definition von Plantage verwenden und sobald er aus der Naturverjüngung her in einem natürlichen Umfeld hochgewachsen ist, ist es noch längst kein Urwald und es ist ein Wirtschaftswald, gar keine Frage, aber kein Plantage mehr. Das ist also schon, da gibt es schon nochmal Unterschiede. Es gibt nicht nur Plantage und Urwald. Da gibt es was dazwischen. Die sich nicht mehr richtig ausbilden, wo die Bäume sich nicht richtig festhalten, also das Erdreich ist gar nicht richtig durchwurzelt. Ja, das ist die Sache mit dem Bäume pflanzen. Wenn man Bäume pflanzt, drückt man ja die Wurzeln in irgendeiner Form in den Boden und sie hat nicht die Chance, sich bei Keimung aus ihrer jeweiligen Nuss, Eichel zum Beispiel, entsprechend so zu entwickeln, dass sie sich perfekt an den Boden anpasst und genau da durch den Boden hindurch wächst, wo sie eben den geringsten Widerstand findet, wo sie die besten Möglichkeiten zu wachsen vorfindet. Die Wurzelentwicklung vom gepflanzten Baum ist also tatsächlich immer schlechter als von einem, der entweder gesät worden ist, durch Samen hingeschmissen, das ist der gleiche Effekt, wie wenn der Samen da natürlich hingekommen ist, oder eben Naturverjüngung. Also sprich, der Samen fällt vom Baum, beginnt zu keimen und es entsteht ein neuer, das ist Naturverjüngung. Und ja, das wäre besser. Und ja, auch wenn das wieder was ist, was der Herr Wohleben eher bestreiten wird wahrscheinlich, das gibt es immer mehr und der Anteil an Naturverjüngung im Wald der Waldwirtschaft nimmt immer mehr zu. Das hat auch gute nachvollziehbare Gründe, weil den Wald von alleine hochwachsen lassen ist einfach unglaublich viel billiger als Pflanzen. Ja, wenn man nicht mehr pflanzen muss, pflanzt heute keiner mehr, kaum jemand, selbst nicht wir Menschen, geben unnötig Geld für was aus, was wir auch gratis kriegen können. Also das ist wirklich nur noch ein seltener Fall, wo dann gepflanzt werden muss, weil sich von alleine ein neuer Wald nur sehr, sehr langsam entwickeln würde und tatsächlich spielt dann auch nochmal Gesetz eine Rolle, weil man eben ja aufforsten muss, wenn man eine Kahlfläche hat. Da ist man ja gesetzlich zu verpflichtet, wenn man nicht diverse Schlupflöcher in Anspruch nehmen möchte.
leichter umstürmen. Die sind, weil sie hier gar nicht ins Ökosystem passen, eben sehr, sehr anfällig für Schädlinge, die nachgereist sind. Das stimmt. Der Borkenkäfer, hier sieht man ja auch wieder so ein schönes Bild mit einer Aufforstung. Für mich, ich habe immer gesagt, das sieht aus wie so ein Soldatenfriedhof. Es werden sofort wieder Plantagen angelegt, wie im Reflex, wo man sagt, Mensch. Das Bild, was wir da eben hatten, Moment, ich spule da noch einen Hauch zurück. Das muss nicht zwingend wieder eine Plantage sein, das hängt davon ab, eben was für Bäume das jetzt sind, die da in den Hülsen drinstecken. Das werden bestimmt nicht nochmal Fichten sein, was hier drumherum steht, sind überwiegend Fichten. Hinten sehen wir ein paar Buchen, die braunen Blätter im Hintergrund, da sind Buchen beteiligt. Ja, das kommt eben stark darauf an. Und dass man hier so eine entstandene Lücke im Wald schnell wieder schließen möchte, ist auch durchaus für vielerlei Hinsicht eine gute Sache. Nämlich erstens, dann ist das Kronendach wieder zu, dann ist der Boden vor hohen Temperaturen, dazu kommt er wohl eben später auch noch, entsprechend geschützt. Verbraucht wieder Wasser, die Wurzelentwicklung findet wieder normal statt, der Boden ist geschützt, unter Wald ist Boden grundsätzlich immer besser aufgehoben als unter Nichtwald. Weshalb es ein gutes Argument ist, eben auch zu sagen, ja, wir müssen möglichst schnell die Fläche wieder bewalden, bevor uns der Boden eben im nächsten Dürresommer mit großer Hitze entsprechend vollständig austrocknet, weiterhin Humusverlust stattfindet, solange da kein Wald draufsteht, geht nämlich Boden verloren, wie der wohl eben selber auch schon gesagt hat. Und daher ist es wichtig, so schnell wie möglich die Bestockung wiederherzustellen, auch zum Bodenschutz, auch zum Erosionsschutz, auch zum Wasserschutz. Und das kann man eben unter manchen Bedingungen wirklich erheblich schneller mit einer Pflanzung erreichen, nicht immer, aber doch oft, als wenn man eben wartet, bis sich der Wald von alleine an dieser Stelle wieder einfädelt. Das ist eine Zeit, die wir eben gerade jetzt, wo sich die Ereignisse und die Vorgänge in der Natur in einem Tempo entwickeln, wie es sonst normalerweise nicht vorkommt, ist es umso wichtiger, dass wir auch die Anpassung unserer Wälder, wenn wir schon dafür dran schuld sind, dass sie sich schnell anpassen müssen, vielleicht eventuell sogar ein bisschen dabei unterstützen, dass das eben noch schneller geht. Natürliche Wiederbewaldung von so einer Kahlfläche wäre im Übrigen auch nur mit Fichte möglich, weil andere Baumarten da fast nicht hinkommen. Höchstens Pionierbaumarten, sprich eine Birke oder eventuell eine Vogelbeere, sowas in diese Richtung, was entweder vom Vogel transportiert wird oder allein durch die Flugfähigkeit der Samen große Strecken zurücklegen kann. Das kann dann auf so eine Fläche schon gelangen, aber gleichzeitig die umstehenden Fichten, sofern die noch halbwegs im Leben sind, werden da so viel massiv Samen hinschmeißen, dass wir an der Stelle nur wieder einen Fichtenwald bekommen können. Also die Frage ist nicht, machen wir hier nichts und kriegen einen Buchen-Urwald, sondern die Frage ist, machen wir hier was, können den Wald anpassen und was anderes als Fichte pflanzen, oder machen wir hier nichts und kriegen wieder einen Fichtenwald. Zwar einen etwas naturnäheren Fichtenwald, weil nicht mehr in Reihe und Glied, sondern durcheinander wachsend, aber das gibt 100% wieder einen Fichtenwald. Die Fichte ist auch konkurrenzstärker als die anderen Baumarten, die sich dann natürlich einfinden würden, wie eben die Birke oder die Vogelbeere. Das heißt, die Fichte wächst die nieder und dann sind die kaputt. Das ist keine Option. Also lieber Herr Wohleben, wenn Sie da nichts tun, kriegen Sie wieder einen Fichtenwald, hundertprozentig. Plantagen angelegt, wie im Reflex, wo man sagt, Mensch, lass doch den Wald sich mal erholen. Diese Bäume sind nicht standfähig, die sind labil, die werden im Schnitt nicht mehr älter als 70, 80 Jahre anstatt 400, 500. Das ist auch sowas, wo ich beim ersten Angucken von diesem Video massiv drüber gestolpert bin. Woher zum Geier will man denn wissen, wie alt ein heute gepflanzter Baum mal wird? Es ist völlig unmöglich, diese Aussage zu tätigen. Wir können überhaupt nicht wissen, wie alt so eine Plantagenfläche potenziell einzelne Bäume da drin noch werden können. Das wissen wir nicht. Ja? Ich gebe zu, dass die Chance, dass die sehr alt werden, eher unwahrscheinlich ist, aber man kann erst dann wissen, dass ein Baum 500 Jahre alt wird, wenn man in 500 Jahren hingeht und guckt, ob er noch steht. Ja, es gibt keine Möglichkeit, das genau zu prognostizieren. Der kann vom Blitz getroffen werden und eine Vorhersage, dass er das nie wird über die nächsten 500 Jahre, die ist bestenfalls ein bisschen wackelig. Also da muss man ganz vorsichtig sein mit sowas. Ich vermute mal, dass der Herr Wohleben eben meint, dass die Durchschnittsalter von solchen Plantagen eben eher ein junges ist, dass die relativ schnell zusammenbrechen werden. Man geht davon aus, dass bei einem Fichten
Regenwald, der jetzt nicht massive Borkenkäferprobleme oder Dürreschäden oder sonstiges Zeug davonträgt und an einer einigermaßen für ihn geeigneten Stelle steht, es etwa 300 Jahre dauert, bis er in die Alters- und Zerfallsphase übergeht und sich dann nach und nach verjüngt. Da werden dann durch eben die Tatsache, dass eigentlich andere Baumarten auf dem Standort heimisch wären, diese nach und nach auch reinkommen. Es gibt dazu eine schöne Versuchsfläche bei uns im Schwarzwald. Versuchsfläche ist jetzt das falsche Wort, aber da gibt es einen 115 inzwischen, glaube ich, ungefähr jährigen Bannwald. Der war davor schon alt. Dann wurde er seit 115 Jahren gar nicht mehr genutzt. Das ist durchaus im Sinne vom Herrn Wohlleben. Ich finde das auch prima, so ist das nicht. Und nach fällt da die Fichte halt aus. Ja, durch den Käfer, durch Vertrocknung, durch schlicht und ergreifend alt. Dann kommen auch ein bisschen mehr Tannen durch. Hier und da gibt es auch schon die erste Buche. Aber es wird wahrscheinlich noch eine zweite Fichtengeneration entstehen. Und erst wenn die dann auch auf natürlichem Wege ausgefallen ist, entwickelt sich dieser Wald. Sofern nicht der Klimawandel ganz was anderes kaputt macht, weil über solche langen Zeiträume prognostizieren kann man zwar, wie sich der Wald entwickeln würde, wenn es keinen rapiden Klimawandel gäbe. Mit dem kann man aber es überhaupt nicht mehr sagen. Jedenfalls, wenn es ihn nicht gäbe, dann würde es noch mindestens 400-500 Jährchen dauern, bis an dieser Stelle ein reiner Buchenwald bzw. ein Buchentannenwald, weil Tanne gehört auf der Höhenstufe, wo sich der Wilde See übrigens befindet, auch mit dazu. Ja. Also, wenn man schon mit Einzelbeispielen um die Ecke kommt, dann wollte ich jetzt an dieser Stelle auch mal eins bringen. Das heißt nicht, dass das repräsentativ wäre, dass sich dieser Wilde See so verhält wie jeder alt werdende Fichtenbestand, der ursprünglich mal gepflanzt worden ist. Aber ja, es ist schon möglich, dass die alt werden, älter werden und sich daraus dann auch ein durchaus auch schönes, uriges Waldbild entwickeln kann, auch wenn mit der falschen Baumart. Ja, also ein Urwald ist das auch nicht, was wir da oben im Schwarzwald haben, aber ein schöner. Also wir haben große Teile des Baumlebens sozusagen in einer Freifläche. Warum pflanzen wir diese, also Nadelbäume an und warum nicht Laubbäume? Warum ganz platt gefragt? Ja, also weil die schneller wachsen, weil die schneller gelten? Nein, oder was interessanterweise nicht. Also das wird ja funktioniert ja ganz viel über Subventionen. Die ersten großen Borkenkäferkatastrophen haben wir um 1840 gehabt. Also das ist nichts Neues. Und dass Wald sehr, sehr ausgleichend wirkt in Bezug auf Wasser und auf Temperaturen, das hat schon Alexander von Humboldt festgestellt, auch so um 1840. Ja, bevor er jetzt den Humboldt aus dem Hut, also nicht, dass der Herr Wohlleben einen Hut hätte, aber bevor jetzt der Humboldt zum Tragen kommt, der steht hier hinter mir, hier Alexander von Humboldt, Kosmos, egal, jedenfalls, natürlich pflanzt man Fichten an. Der Herr Lanz hat hundertprozentig recht. Warum haben wir die Fichten angepflanzt? Insbesondere die, die jetzt schon seit langer Zeit dastehen. Die sind ja nicht gestern gepflanzt worden, die sind vor... Nach dem Krieg, die durchschnittliche Fichte, die heute so im Wald steht, ist ungefähr nach dem Krieg gepflanzt worden. So, das ist so die Durchschnittsfichte. Manche ein bisschen später, manche noch ein bisschen früher und haben den Krieg überlebt und stehen heute noch da, beziehungsweise sollten jetzt demnächst einmal gefällt werden, aber so die Durchschnitt wirklich nach dem Krieg. So, und warum sind die gepflanzt worden? Weil sie schnell wachsen, weil sie gutes Holz produzieren. Nein, das hat nichts mit Subventionen zu tun, nicht bei den alten Bäumen. Heute... Ich wüsste nicht, welche Subvention bitte den Anbau von Fichte fördert. Davon habe ich noch nie was gehört, dass es irgendeine staatliche Subvention zum Anbau von Fichte gibt. So, ich habe da selber jetzt noch mal ein bisschen nachgeforscht. Auf die Schnelle habe ich auch wirklich nach wie vor nichts gefunden, wo Fichtenanbau großartig subventioniert wird. Ob das früher mal der Fall war, das weiß ich schlicht und ergreifend nicht. Vielleicht hat da irgendjemand Ahnung. Das wäre ganz, ganz wunderbar, wenn mir das jemand in die Kommentare reinschreiben könnte. Falls das jemand weiß, was der Herr Wohlleben hier meint oder worauf er da anspielt, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Aktuell bis heute Fichtenanbausubvention könnte man sagen, dass es das insoweit gibt, entgegen meiner Aussagen hier jetzt direkt, dass an Standorten, wo die Fichte nach wie vor gute Wuchsbedingungen vorfinden wird und gute Wuchschancen hat, zum Beispiel in Bayern im Alpenvorland, also im sehr hochgelegenen Alpenvorland oder eben in den Randalpen selber, da ist Fichte durchaus eine zukunftsfähige Baumart, wird sie auch in Zukunft noch sein. Und ja, da kann Fichtenanbau dann gegebenenfalls gefördert werden, weil es eben eine klimaangepasste Baumart für solche Situationen sein kann.
Ja, das ist aber eine ganz, ganz andere Situation als die Tieflandfichte und da muss man also schon ganz klar differenzieren. Aber nochmal, ich weiß nicht, was der Herr Wohleben hier meint. Habe ich da eine Bildungslücke oder verstehe ich da irgendwas falsch? Wer mich da aufklären kann, bitte gerne. Selbst die Gelder, die Frau Klöckner derzeit auszahlen lässt für Leute, die ihren Wald verloren haben und jetzt wieder aufforsten wollen, sind daran gekoppelt, zumindest auf dem Papier, und ich glaube, im Regelfall wird das wahrscheinlich sogar so funktionieren, dass man da eben irgendwas Klimastabiles in Anführungszeichen hinstellt. Das heißt, keine Fichtenmonokultur. Wenn man das pflanzen möchte, dann kriegt man diese Fördergelder eben derzeit nicht. Und diese Fördergelder, die ohnehin gering genug ausfallen, wenn man zum Beispiel die diversen Interessen Vertretungen von Forstleuten fragt, die sind wirklich ohnehin nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man sich anguckt, welche wirtschaftlichen Schäden, nur wirtschaftlich jetzt mal betrachtet, wir derzeit im Wald haben. Ja, also das halte ich für sehr gewagt zu sagen, es liegt nicht daran, dass die Fichten schneller wachsen und mehr Geld bringen und besseres Holz. Nee, das ist der Hauptgrund überhaupt. Es mag nicht der einzige Grund sein, aber das ist auf jeden Fall der Hauptgrund. Kann ich mir nicht, also da musste schon wirklich eine super Quellenlage vorliegen und ein richtig gutes Argument kommen, weshalb das an Subventionen liegen soll bei Bäumen, die gepflanzt wurden, als Subventionen noch gar nicht erfunden waren. Oder vielleicht waren sie schon erfunden, aber auf jeden Fall noch nicht sonderlich verbreitet. Das ist nichts Neues. Und dass Wald sehr, sehr ausgleichend wird in Bezug auf Wasser und auf Temperaturen, das hat schon Alexander von Humboldt festgestellt, auch so um 1840. Alles altes Wissen, aber die Forstwirtschaft. Ja, und? Ja, wir haben doch Wald, der ausgleichend wirkt auf Wasser und Temperaturen. Und das weiß man schon lange. Ja, daran zweifelt ja auch gar niemand. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt irgendwer durch die Gegend rennt und sagt, holzt den Wald ab, weil der ist nicht wichtig. Ja, wir verlieren den ja nicht, weil wir ihn nicht mehr haben wollen, sondern weil halt riesige Kalamitäten ihn derzeit vernichten. Das will keiner. Das ist nicht Absicht. Ja, und hätte man da früher gegensteuern können? Theoretisch ja, hätte man damals das Wissen gehabt. Hatte man aber nicht. Und davon sollte gerade der Herr Wohleben, wenn man sich seine Biografie mal anguckt, ein Liedchen singen können, weil der war auch mal klassischer Förster und hat in seiner Ausbildung scheinbar gelernt, dass er Fichten pflanzen soll. Ja, das lernt man inzwischen allerdings nicht mehr. Also wer nicht vor, ich weiß gar nicht genau, wie alt der Herr Wohleben ist und auch nicht genau, wann er studiert hat, aber wer in den letzten 10 Jahren oder in den letzten 20 Jahren Forst gelernt hat, hat nicht gelernt, dass er Fichten pflanzen soll. Das ist auch was, was halt eben gerne vergessen wird. Klar, es gibt noch alte Leute, die vollständig, die komplett sämtliche Entwicklungen in ihrem Berufsfeld ignoriert haben müssen, damit sie so denken, die noch Fichten pflanzen wollen. Ja, auch noch Förster, die noch Fichten pflanzen wollen. Das gibt es, ja, aber das ist nur noch eine ganz kleine Minderheit. Ich habe das schon mal gesagt, ich kann das nicht oft genug sagen. Das sind nicht mehr viele. Da haben wir vielleicht ein Wahrnehmungsproblem. Ja, wenn der Wohlhabende überall sieht, okay, ich sehe sie nicht, okay, keine Ahnung, wer hier recht hat, der Fairness halber. Man könnte da vielleicht genaue Zahlen noch zu raussuchen, aber dafür fehlt mir jetzt auch die Lust und ihr merkt, das wird ohnehin ein relativ langer Beitrag meinerseits. An diesen Plantagen Waldbau fest, weil er durchgängig staatlich subventioniert wird, übrigens bis zum heutigen Tag. Und man sieht ja, dass das großflächig scheitert. Ja, also ich weiß nicht, welche Subvention das sein soll. Es ist mir ein völliges Rätsel, welche Subvention hier, bitteschön, bis heute Fichtenanbau fördert. Ich habe keine Ahnung, wovon er da spricht. Das weiß ich einfach nicht. Das habe ich noch nie gehört. Persönlich rechne damit, dass wir in den nächsten 10 Jahren die Hälfte der Waldfläche verlieren werden durch diese So, Forstwirtschaft. so? Das ist jetzt ernsthaft? Das Ja, ist jetzt ernsthaft. Apokalypse, was Sie gerade Ja, schildern. wir haben also 3000 Quadratkilometer haben wir schon verloren. Ne? Und das ist ja nur der Auftakt. Also wir sind auf demselben Breitengrad wie Kanada. Die erleben gerade oder haben gerade erlebt. Kanada hat Desaster erlebt gerade. Ne? Knapp 50 Grad. Und das ist einfach, wenn Tief- oder Hochdruckgebiete, momentan liegt ja bei uns ein Tiefdruckgebiet so lange fest, schon seit Wochen. Es kann aber auch genau wie 2020, 19, 18 ein Hochdruckgebiet sein. Und dann, wir hatten ja schon Temperaturen über 40 Grad und es können irgendwann auch 45 oder 50 werden. Ja, das ist korrekt. Das ist seine persönliche Einschätzung. Das darf man schon so machen, ja. Hälfte vom Wald ist vielleicht ein bisschen viel. Kommt darauf an, welcher Zeitraum. Bis 2100? Ja,
Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Bis 2050, bisschen viel. Ja, könnte aber trotzdem passieren. Also das ist schon in Ordnung. Da darf der Herr Lanz gerne auch entsprechend entsetzt sein, aber das ist schon okay. Das kann man jetzt als persönliche Prognose, in diesem Fall hat der Herr Wohleben ja dazu gesagt, seine persönliche Meinung bzw. seine Einschätzung, das ist völlig in Ordnung, das darf man schon so sagen. Ich wäre vielleicht ein Hauch optimistischer, aber nicht viel. Auch wirklich nicht viel. Und die Sache, ob es mit Kanada, ob das jetzt ein schönes Beispiel ist, um zu demonstrieren, dass das uns auch passieren kann, das weiß ich nicht. Aber kann das? Klar kann das. Ja, also absolut. Das ist schon korrekt. Und zwar relativ schnell, schneller als wir alle gedacht haben. Und dann passiert genau sowas. Und wir wissen, dass natürliche Wälder das irre abpuffern. Also die können sich runterkühlen im Vergleich zur freien Landschaft um bis zu 10 Grad. Ja, hier ist wieder eine Bis-zu-Formulierung. Wahrscheinlich habe ich im Laufe dieses Videos auch mal irgendwann eine Bis-zu-Formulierung verwendet. Man macht das einfach gerne aus der Rhetorik heraus. Man möchte ja von was Bestimmten überzeugen. Ich möchte davon überzeugen, dass vieles, was der Herr Wohleben erzählt, so ein bisschen übertrieben ist. Er möchte davon überzeugen, dass es genau so stimmt. Von daher haben wir auch, was das angeht, ein bisschen was gemeinsam. Nichtsdestotrotz, Naturwälder können unter bestimmten Bedingungen erheblich stabiler und besser in verschiedenen Belangen sein als Nicht-Naturwälder. Der wesentliche Unterschied besteht darin, beziehungsweise das ist ein fließender Übergang. Je natürlicher der Wald, grob kann man sagen, desto stabiler. Das ist schon richtig, ja? Aber er ist nicht entweder super unstabil oder Urwald und super stabil, sondern das ist wirklich ein fließendes Prozess, mehr oder weniger, wie stabil ein Wald ist. Man kann statt einer Fichtenmonokultur allein schon eine Nadelbaumbewirtschaftung aus 2 oder 3 Nadelbaumarten, sprich Fichte, Weißtanne, Douglasie, das alles zusammen bewirtschaften, in gewissem Abstand zueinander zwar, aber als Großbestand, das geht. Das ist schon erheblich stabiler für zum Beispiel biotische Gefahren, auch für Windwurf, weil Douglasie und Tanne jeweils ein bisschen stabiler, was den Windwurf angeht, sind. Nur ein bisschen, so viel wie man glauben könnte, aufgrund der besseren Wurzelstruktur sind sie es dann doch nicht. Jedenfalls nicht, wenn man sich Statistiken anguckt, was in den Stürmen dann tatsächlich umgeworfen ist, worden ist. Da hat nämlich Douglasie gar nicht viel besser abgeschnitten als Fichte, auch wenn man das rein von der theoretischen Wurzelentwicklung her, auch von der praktischen, vermuten würde. Andererseits ist die dann aber auch so schnell so hoch und dass dann der Herr Hebel um die Ecke kommt mit seinem sehr langen Hebel und damit nicht nur die Welt, sondern auch die Douglasie aus den Angeln hebt. Und dementsprechend, ja, ne, also man muss da schon vorsichtig sein. Es gibt auch Beispiele, also Gegenbeispiele für die Theorie vom Herrn Wohleben, dass je natürlicher der Wald, desto stabiler, desto besser steckt der Extremwetterereignisse weg. Nämlich, klar gibt es auch schwer geschädigte, sehr alte Buchenwälder, die noch zu den so urwaldnah wie geht Wäldern in Deutschland gehören. Zum Beispiel im Hainich. Im Hainich gab es auch massive Waldprobleme, massive Schädigungen der alten Buchen, die da wirklich so urwaldig sind, wie es nur irgendwie geht, und trotzdem haben die gelitten. Und auch eine andere Zahl, die deutschlandweit statistisch sehr stark abgesichert ist, zeigt, alte Buchen haben massiv stärkere Schäden als junge Buchen. Also gerade auch da zu den alten Buchen ja wirklich noch die letzten urwaldartigen Bestände gehören, die sehen alle nicht gut aus. Also das lässt sich mit Zahlen sicherlich höchstens in einem willkürlich ausgewählten Beispiel, was aber nicht repräsentativ für den gesamten deutschen Wald ist, nicht belegen, was der Herr Wohleben da erzählt. Also für die letzten Jahre auf keinen Fall. Ja, dass man das vorher vielleicht mal so gedacht hätte, das ist sicherlich Ökologen gibt, die gesagt hätten, so wäre es. Botaniker und Biologen gibt, die gesagt haben, so wäre es vermutlich. Das ist eine Tatsache, ja. Und das hätte auch ich mir eher vorstellen können, dass diese alten, sich super an ihren Standort angepassten Buchen stabiler sind als junge, die erst nur ein paar Jährchen gefühlte, ein paar Jahrzehntchen alt sind. Das könnte man sich gut vorstellen. Ja, das verstehe ich schon, aber das geben die Zahlen nicht her. Die Zahlen sagen ganz eindeutig, die letzten 3 Jahre, alte Bäume massiv stärker geschädigt als junge Bäume.
Also auch dieses, man muss die Bäume alt werden lassen, weil dann werden sie immer anpassungsfähiger, was der Herr Wohleben sicherlich gleich erzählen wird, oder wenn nicht, dann kommt es noch ein bisschen in 2 Minuten oder sowas. Das lässt sich mit Zahlen, mit den aktuellen Zahlen, die wir in Deutschland wirklich statistisch wasserdicht ermitteln, überhaupt nicht sagen. Gar nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Und sie können es auch mehr regnen lassen. Also das wissen Meteorologen auch, dass es über intakten Wäldern deutlich mehr regnet. Das ist also ganz, ganz wichtig auch für diese Regenkreisläufe. Ja, aber da spielt es keine Rolle, was für Wälder. Das ist Interzeption und eben die grundsätzliche Funktion der Photosynthese. Da ist es vollkommen schnurzpiep, egal ob man da jetzt einen Urwald dastehen hat oder tatsächlich eine Mahagoni oder meinetwegen eine Eukalyptusplantage. Den Effekt der Verdunstung durch die Photosynthese, das ist nichts anderes. Den hat jede grüne Pflanze. Wenn es eine große grüne Pflanze ist, dann ist dieser Effekt groß. Das haben Nadelbäume, das haben Laubbäume. Das haben insbesondere eben Laubbäume ein bisschen mehr, weil sie dann eben in den Gebieten, wo das massiv eine Rolle spielt, um das Wetter zu beeinflussen, beziehungsweise seine eigene, wo sich die Wälder die eigene Wolke herstellen, das ist ja vor allen Dingen in den Tropen. Und Baumarten, die aus diesem Gebiet kommen, sind darin dann halt eben besonders gut. Ja? Wie gesagt, Photosynthese funktioniert ja grob so, dass CO2 aufgenommen wird, Wasser auch durch die Wurzel allerdings aufgenommen wird, oben in den Blättern allerdings abgegeben, damit das CO2 in die Blätter reingelangen kann. Dann wird aus 6 CO2 ein Zucker gebaut und dabei werden 6 Wassermoleküle quasi so ungefähr, ne? Jetzt nagelt mich da nicht fest, ich will es ja einfach erklären, werden an die Atmosphäre abgegeben. Das heißt, je stärker die Photosynthese an der Stelle wirkt, desto mehr Wasser wird von Außenboden in die Baumkronen gebaut. Pumpt in die Atmosphäre in einer gewissen Höhe entlassen, und wenn es ein entsprechend langsames Wetter an dieser Stelle gibt, dann kann diese dort immer wieder abgegebene Luftfeuchtigkeit tatsächlich zu einer Wolke werden und an Ort und Stelle unter gewissen Umständen sogar abregnen. Zweiter Effekt, weshalb Bäume möglicherweise zu Regen führen können und sich Regen selber machen können, ist Interzeption. Das heißt, wenn es mal über dem Wald regnet oder eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit, Nebel, dann bleiben diese Wasserpartikelchen natürlich auch in den Baumkronen hängen, und in den Baumkronen können sie dann gegebenenfalls direkt wieder verdampfen, wenn es heiß genug ist. Das heißt, wir kriegen eine Wolke, die sich in den Baumkronen befindet, die möglicherweise auch ein bisschen drüber steigt, kann dann auch wieder abregnen und auf diesem Wege dann auch wieder eigenen selbstgemachten Regen dienen. Was auch noch was ist, ein neueres Forschungsergebnis, was man sicherlich aufgrund der Neuheit noch nicht so ganz 100%ig überall rum erzählen sollte, weil es erst noch ein bisschen besser untersucht gehört, meiner Meinung nach, ist eben, dass Bäume ihre eigenen Kondensationskeime in die Wolken abgeben können. Sprich, die Bäume geben kleine, ja, kleine Kerne, kleine Partikelchen ab, per Blätter, die dann per Wind in die Wolke fliegen und dafür sorgen, dass die Wolke abregnet. Warum? Naja, damit es regnet oder schneit, muss in solchem Wasserdampf, wie halt eben in der Wolke unterwegs ist, irgendwo ein Partikelchen, ein Feststoff, ja, also ein winzig kleines Sandkörnchen, um es mal einfach auszudrücken, Staubkörnchen oder auch, sollte in dieser Wolke vorhanden sein, damit sich um dieses Staubkörnchen herum, das Wasser überhaupt auskondensieren, also vom gasförmigen in den flüssigen Zustand übergehen kann und dann eben als Tropfen erst runterkracht. Ja, also, dass eine Wolke entweder weiter fliegt und nicht abregnet oder doch abregnet, das können Wälder, und das können tatsächlich Urwälder und allerdings die tropischen, von unseren ist das bisher meines Wissens noch nicht nachgewiesen, dann damit beeinflussen, dass sie eben solche Kondensationskeime in die Wolken nach oben abgeben können. Das scheint wohl so. Aber auch das ist noch wirklich was, das steckt die Forschung noch in den Kinderschuhen, und man muss vorsichtig sein mit so ganz modernen Forschungsergebnissen, die halt noch nicht so richtig bewiesen sind. Wobei es die Frage ist, ob sich sowas überhaupt jemals beweisen lässt, aber die noch etwas spekulativer sind als alteingesessenes Wissen, was sich über Jahrhunderte immer wieder bestätigt hat. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. So, aber ja, das geht. Plantagen alles nicht. Und die schmieren jetzt. Doch, ja, das ist eben der Knackpunkt. Diese ganzen Funktionen haben sehr wohl jeder Baum, weil wenn es ums Interzeption und Photosynthese per se geht, dann ist das einfach biologisch aufgrund der Tatsache, dass es sich um Bäume handelt und nicht
das kann nur eine alte Buche, weil nur die macht wirklich Photosynthese. Das ist Quatsch. Es kommt auf die Gesamtphotosyntheserate eines Waldes ein und die kann in einem Nadelwald, wie wir auch am extrem hohen Holzzuwachs, die die haben können, sehen können, auch extrem hoch sein und dabei wird sehr viel Wasser umgesetzt und genau dieser kühlende Effekt der Landschaft durch eben die Verdunstung in den Baumkronen, der jetzt gleich noch beschrieben werden wird, ist völlig unabhängig davon, ob wir einen Nadel oder einen Laubwald haben und ob es eine Plantage ist oder ein Urwald. Solange da Wald steht in irgendeiner Form, Forst, Pflanzen, Bäume, wie auch immer, dann ist dieser Effekt ziemlich identisch. Kann ich mir nicht vorstellen, was da der Unterschied zwischen einem Urwald und einem Industriewald, nenne ich es jetzt mal, entsprechend sein soll. Und dann verweist die Forstwirtschaft auf den Klimawandel. Und man muss sagen, Freunde, das war eine Entscheidung, die war falsch. Aber dass man nichts daraus lernt, sieht man da dran, das wird abgehackt, was schade ist, weil diese toten Bäume werfen ja immer noch. Ja, dass man nichts daraus lernt, stimmt halt eben auch nicht, wie ich ja schon auch gesagt habe. Die Entwicklung der letzten 20 Jahre in der Waldpolitik und in der Waldbewirtschaftung ist durchweg positiv, was Herr Wohlleben eben auch seit 20 Jahren ignoriert. Ja, das gibt es für ihn nicht. Das scheint überhaupt keine Rolle zu spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Herr Wohlleben die Bundeswaldinventur nicht kennt. Also muss er sie ignorieren und mit welcher Begründung das bitte passiert, dazu hätte ich wirklich mal gerne ein Statement, aber habe noch nie eins von ihm gefunden. Und machen es deutlich kühler. Also wenn man die abpackt, steigt die Oberflächentemperatur am Boden auf einmal auf bis zu 60 Grad. Gerade frisch gemessen vor ein paar Wochen. Der Einfluss von Abhacken oder Nicht-Abhacken und als Baumskelett, das kaum Schatten wirft, stehen lassen, dürfte nur sehr gering sein. Es stimmt zwar, dass es einen gibt, ja, aber da wir hier jetzt gerade wieder von bis zu 60 Grad reden, wir haben bestimmt bis zu 58 Grad auf einer nicht abgehackten Fläche im Vergleich zu einer meinetwegen abgehackten Fläche, auf der es dann nochmal 3 oder 4 Grad wärmer wird, dieser Einfluss dürfte minimal sein. Das bisschen, was da diese Skelette von Baum an Schatten werfen, das ist echt nicht die Rede wert. Da kommen trotzdem sehr, 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 sehr hohe Temperaturen am Waldboden zustande. Davon abgesehen steigt das Waldbrandgefahrenrisiko auf solchen Flächen exponentiell an, wenn da Brennstoff in Hülle und Fülle rumliegt. Also auch das, lieber Herr Wohlleben, das haben Sie scheinbar vollkommen ignoriert, dass das Hotspots für Riesenwaldbrände sind und wenn dann nebendran der Fichtenwald, der noch vorhanden ist, auch wenn der nicht wertvoll ist, da sind wir uns ja einig, wenn der dann großflächig wegbrennt, ist das halt auch nicht gut, weil das ist auch nochmal zusätzliches CO2, was in der Atmosphäre landet, das wollen wir ja auch beide nicht haben und die Wälder einfach abbrennen zu lassen, statt sie langsam in Buchenwälder oder Buchenmischwälder meinetwegen auch Nadelmischwälder zu überführen, das ist doch nicht besser. Ich weiß nicht, wo da der Sinn drin liegen soll. Ja, bei Feuchtigkeit, die aber zum Zeitpunkt des Absterbens dieser Bäume nicht vorhanden ist und auch die nächsten Monate, wie wir richtig prognostiziert haben, wenn wir uns 2018 oder 2019 angucken, nicht vorhanden gewesen sein dürfte und auch dann nicht war letztendlich, in dieser Situation da einen riesigen Berg Brennholz anzuhäufen und stehen zu lassen, der beim kleinsten Funken lichterloh in Flammen aufgeht, dass man das nicht gemacht hat, da sehe ich auch Positives drin. Absolut, ja. Absolut. Ja, wenn das nass ist, wenn dieser ganze Haufen Holz, der da liegt, nass ist, dann sorgt er auch für einen kühlenden Effekt auf den Boden. Ja, dann sorgt er dafür, dass sich da mehr Humus bildet über die nächsten Jahre, vielleicht sogar mehr oder jedenfalls den Humusverlust gering gehalten wird. Aber die Flächen sind jetzt nun mal eben tot. Daran kann man nichts mehr ändern. Und jetzt ist nur die Frage, benutzt man das Holz noch für irgendwas halbwegs Sinnvolles und wenn es auch nur zum finanziellen Schadensausgleich desjenigen, dem die Waldfläche gehört hat, ist, oder lässt man es halt auf Teufel komm raus stehen, riskiert einen riesen Waldbrand und gibt einen Haufen Geld sozusagen dafür letztendlich auch aus. Und wenn man bedenkt, wie viele Kahlflächen da anstehen und wie viele tote Fichten in der Landschaft rumstehen, ist ein Specht auch nicht darauf angewiesen, dass man ihm besonders viele davon stehen lässt. Die paar, die es sowieso tun, weil sie keiner fällt, reichen für den Specht vollkommen aus, dessen Population sich in den letzten Jahren ohnehin erheblich verstärkt hat. Nachvollziehbar. Das heißt, die frisch gepflanzten Bäume, die werden sofort wieder gepflanzt, da sieht man so Pflanzhacken und wieder sehr, sehr viele Nadelbaumplantagen. Man sagt, Freunde, ihr habt doch den Karren gerade gegen die Wand gefahren, jetzt macht doch nicht schon wieder denselben Fehler. Ja, und das ist halt eben eine Wahrnehmungsgeschichte. Ich bin nicht der Meinung, dass besonders viele Nadelwaldplantagen gepflanzt werden.
Es sind auch Nadelbäume dabei bei einem sehr vielfältigen Portfolio, was oft in diesen Kahlflächen anzutreffen ist. Davon abgesehen, auch hier wieder die natürliche Waldentwicklung. Pflanzt du nichts, was kriegst du? Nochmal Fichte. Weil nebendran steht eben nicht der nächste gesunde Buchen-Urwald, sondern eine gerade noch so überlebte weitere Fichtenfläche. Ja? Also nichts pflanzen heißt, ja, du pflanzt keine Fichte, aber es wächst trotzdem welche. Nur mit Laubbaumarten pflanzen kriegt man da wirklich einen stabilen Laubwald von einer Waldgeneration auf die andere jetzt sofort umgestellt. In wenigen Ausnahmen kann sich auch so ein Birkenwald etablieren, wenn genügend Birken in der Nähe sind, wenn die Winde entsprechend günstig sind, dann kann das klappen. Es ist aber ein Risiko. Das kann man eingehen und hoffen, dass da Birke kommt. Das kann man auch nicht eingehen und sicherheitshalber mal lieber pflanzen und dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass der nächste Wald, der da wächst, so in einer Baumartenzusammensetzung ist, wie es gerade von vielen Kollegen meinerseits empfohlen wird. Aber es gibt zugegebenerweise auch Flächen, wo wirklich nochmal Fichte hingepflanzt wird. Wir sind die Menschheit, wir sind nicht frei von Idioten. Was können Sie denn machen, Herr Wohlleben? Nichts. 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 Genau, ich bin ja mit der Bahn. Okay, dann endet die Sendung an dem Punkt. Genau, aber nichts. Weil wir das Ökosystem gar nicht verstanden haben. Das Ökosystem ist ja in vielen Standteilen noch nicht entdeckt. Das ist so, als wenn ich Ihnen eine Schachtel mit Zahnrädern hinlege und sage, bauen Sie mal eine Taschenuhr zusammen. Sie kennen aber nur 3 von 60. So weit stehen wir im Wald. Wir haben... Ganz genau. Und deswegen hat auch der Herr Wohlleben keinen Plan, was er da eigentlich vorschlägt, weil er das Ökosystem noch gar nicht verstanden hat und daher gar nicht wissen kann, was er da eigentlich erzählt. Ja? Und gerade wenn er jetzt darauf hinweist, dass wir nur 3 von 60 Teilen kennen, er erwähnt ja auch immer nur maximal 3 von 60 Einflussfaktoren auf den entsprechenden Kram, den er gerade versucht zu beschreiben. Der Wald ist unglaublich komplex und es gibt nicht den einen Faktor, der jetzt den ganzen Wald dominiert und den man ändern muss und dann ist alles in Ordnung, sondern es sind viele mit unterschiedlich hohem Anteil an der Gesamtsituation. Und das wird einfach dem komplexesten terrestrischen Ökosystem, das wir haben, nicht gerecht, wenn man da mit ganz simplen Lösungen rangeht, wie sie eben dann gerne mal vom Herrn Wohlleben hin und wieder vorgeschlagen werden. Es ist wirklich, wirklich super kompliziert und dazu kommt ja noch, dass es eben in unserer Kulturlandschaft, die wir nun mal haben, das können wir nicht ignorieren, eben nicht egal ist, ob das Geld bringt oder nicht. Na, die Wirtschaft, ich habe schon mal gesagt, lässt sich nicht ignorieren. Das funktioniert nicht. Ja? Man kann das möchten, man kann das wollen, so rum. Aber das geht einfach nicht. Das ist unrealistisch. Das ist, um jetzt mal ganz böse zu sagen, ist das populistisch. Von den geschätzt 100.000 Arten ist 15% entdeckt. Ist ja fast wie den Ozeanen. Ja, da muss man auch ganz, 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 ganz vorsichtig sein. Die Schätzungen zu wie viel Prozent der Lebewesen, die es auf dem Planeten eigentlich gibt oder meinetwegen auch in Wäldern und so weiter und so fort, das sind ganz grobe Schätzungen. Da ist nichts dabei, was wirklich Hand und Fuß hätte und wirklich belastbar wäre. Das kann viel höher liegen, das kann aber auch viel niedriger liegen. Unglaublich schwierig, die Wissenschaft der Schätzung der globalen Biodiversität. Und global ist noch erheblich einfacher auf einzelne Lebensräume bezogen, zumal da auch immer wieder neue Arten dazukommen. Ein Beispiel ist das Eschentriebsterben, das falsche weiche Stängelbecherchen. Das ist eine neue Art. Das kannte bis dahin keiner. Die ist vor 20, 30 Jahren zum ersten Mal aufgetreten und war dann neu. Die hatten wir nicht übersehen, sondern die gibt es erst seitdem. Auch Corona ist ja letztendlich was neu ist, was es noch nicht gab, was dazugekommen ist. Das macht solche Biodiversitätsschätzungen unglaublich schwierig und es gibt da nochmal eine andere interessante Zahl dazu, die man auch nicht wirklich belegen kann, die auch eine ganz grobe Zahl ist, dass eben x, ich kenne die genaue Zahl auch gar nicht auswendig, dass x Lebewesen wieder aussterben, bevor sie überhaupt entdeckt worden sind, dass es sie mal gab. Und deswegen, das macht das eben extrem schwer. Aber dafür braucht auch der Herr Wohlleben, kann er nichts dafür und er darf sein Beispiel da gerne bringen, das ist schon völlig in Ordnung, aber ich muss halt zu allem meinen Senf abgeben, weil ich halt ein oller kleiner Narzisst bin, der sich hier wichtig macht. Bin ich ja wirklich. Ne? Ist schon so. Aber ich kann damit leben. Die moderne Biologie redet davon, dass das Zeitalter der Entdeckung erst anfängt, weil man sich halt vertan hat. Man hat die ganzen Bakterien und Viren und Pilze und so weiter, aber der Großteil völlig übersehen.
Ja, das ist ja auch kein Wunder. Die konnte man ohne Mikroskop ja auch überhaupt nicht entdecken. Wie hätte denn das funktionieren sollen? Und außerdem sind die extrem schwer zu unterscheiden. Wirklich sagen, was ist eine Art und was nicht. Was sieht ähnlich aus, ist aber tatsächlich von der DNA her was Unterschiedliches. Kann man übrigens auch erst, seit man DNA-Nachweise machen kann. Also auch da. Wenn man das im historischen Kontext betrachtet, was hätten die Leute denn machen sollen? Wie hätten sie die denn nachweisen sollen? Das ist völlig unmöglich. Also hier, ich kann mit dem Geschichtsverständnis von Herrn Wohlleben nicht so viel anfangen, ehrlich gesagt. Ja, wenn die Möglichkeit gar nicht besteht, du kannst auch den Steinzeitmensch auslachen, warum er denn bitteschön hier Stöcke aneinander reibt, um ein Feuer zu machen, wo er doch auch ein Feuerzeug hätte nehmen können, dieser Idiot. Also, schwierig. Mittlerweile, was so kleine Kirche alles anrichten können. Und dann sagen wir einfach, hey, von den geschätzt 100.000 Arten kennen wir vielleicht zwei, drei, die wir jetzt auf diese Fläche pflanzen, nämlich nordamerikanische Douglasie und nordamerikanische Roteiche. Also wenn es jetzt um Bäume geht, wenn er diese Beispiele bringt, da kennen wir nicht 100.000, jedenfalls ganz bestimmt nicht von denen, die potenziell in Mitteleuropa wachsen könnten, die Bäume, die wir hier nach der Eiszeit bekommen haben. Weil nach der Eiszeit massives Massenaussterben in Sachen Bäume stattgefunden hat, weil die nicht rechtzeitig weggekommen sind. Wir befinden uns zwischen zwei großen Gletschern, also befanden uns zwischen zwei großen Gletschern, einmal den skandinavischen und den alpinen Eisschild. Und dazwischen war nur sehr wenig Platz und das Eis kam von Norden und von Süden in den jeweiligen Vereisungsphasen durchaus ziemlich schnell. Da sind ein Haufen Baumarten ausgestorben, die es in Nordamerika noch gibt. Die gab es auf dem kompletten Breitengrad mehr oder weniger, wahrscheinlich zirkumpolar, also weltumspannend verbreitet. Nur haben wir halt das Pech gehabt, dass wir zwei Quergebirge hatten, nämlich einmal Skandinavien, einmal die Alpen, dazwischen eben Eis von Norden, Eis von Süden, ne? Dazwischen alles weggestorben. Die Amis, die haben auch Längsgebirge. Wenn die zufrieren, Eis nach Norden und nach Süden, dann ist in der Mitte immer noch ein toller Korridor, wo du beliebig weit nach Süden abwandern kannst als Baum und wenn das Eis zurückgeht, kannst du beliebig weit nach Norden wieder vordringen, ohne dass dir da irgendein Gebirge in die Quere kommt. Du musst also nicht um die Alpen drumherum oder um irgendein anderes Gebirge drumherum, sondern kannst einfach directly runter nach Mexiko. So ungefähr. Ja. Das ist einer der Gründe, weshalb wir nur, keine Ahnung, ich weiß die genaue Zahl nicht auswendig, aber rund 50, 60 heimische Baumarten überhaupt nur haben. Ne? Und da ist es tatsächlich ein Thema, was uns die Amerikaner jetzt voraus haben. Die haben einen viel größeren Pool an noch überlebenden Baumarten, mit denen sie jetzt theoretisch Forstwirtschaft betreiben könnten und gucken, welcher von denen eignet sich denn am besten für die Klimaveränderungen und wer hat da die besten Chancen, um durchzukommen. Wir haben bloß eben relativ wenig Bäume zur Auswahl. Und ja, jetzt muss man natürlich nicht Fremdländer deswegen zusätzlich noch hinpflanzen, man kann es aber tun. Und da die keinen Schaden anrichten, wenn man die nicht in gigantischen Mengen hinstellt, und das ist nicht der Fall, die häufigste fremdländische Baumart in Deutschland ist die Douglasie mit sage und schreibe 1% an der Waldfläche bei der letzten bundeseinheitlichen Zählung. Das könnten inzwischen 2% sein. Aber wenn es 2% sind, dann ist das immer noch ein vergleichsweise überschaubarer Wert, ganz ehrlich. 98% heimische Baumarten, beziehungsweise sofern man die Fichte als heimische Baumart bezeichnen möchte. Es gibt welche in Deutschland, die da naturgemäß vorkommen. So gesehen ist sie im politischen Gebiet Deutschland mit den politischen Grenzen schon eine heimische Baumart in den meisten Wäldern, wo sie steht, tatsächlich nicht. Aber es ist eine zusätzliche Möglichkeit. Und jetzt machen wir uns nochmal klar, die Vorgänge im Wald brauchen Zeit. Wenn wir in 50 Jahren also lernen, hätten wir mal die Roteiche gepflanzt, die Roteiche könnte mit dem Klima, was wir jetzt haben, wunderbar wachsen. Dann pflanzen wir jetzt in 50 Jahren eine Roteiche. Dann dauert es nochmal 50 Jahre, bis die dann groß ist und für irgendwas nütze. Und dann haben wir 50 Jahre Zeit verschwendet, weil wir können auch jetzt eine Roteiche pflanzen. Dann haben wir in 50 Jahren nämlich tatsächlich auch ein paar Roteichen dastehen, die wir für irgendwas gebrauchen können. Und wir haben in 50 Jahren nicht nur die Vermutung, Roteiche hätte es wahrscheinlich besser geschafft bis hierhin, sondern wir sehen, dass es die Roteiche zum Beispiel bis hierhin entweder besser geschafft hat, als wir dachten, oder schlechter. Oder wir wissen jedenfalls dann, was Sache ist. Und da wir ja beim Klimawandel so gut wie nichts sicher vorhersagen können, außer dass es ein Problem werden wird und alles scheiße werden wird,
ist das wichtig, dass man jetzt vorsorglich, gerade wenn es ewig dauert, um andere Baumarten hinzukriegen, ein paar von denen mal hinstellt, damit man dann später aus dem Vollen schöpfen kann. Es geht nicht darum, dass wir alle Buchen mit Roteichen ersetzen wollen oder mit Douglasien oder mit was auch immer. Das will auch niemand. Das ist auch nicht Ziel der Forstpolitik. Selbst Frau Klöckner will sowas nicht. Und meines Wissens haben auch die Grünen sowas bisher noch nicht gefordert. Also ich weiß nicht, wo das herkommt. Ja, und auch im diese Zahlen, diese Bilder, die der Herr Wohlleben aufstellt, dass man nur noch Douglas hier pflanzt, das stimmt einfach nicht. Das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Da gibt es keinerlei Untersuchungen, die das hergeben würden, dass das so einen Riesenanteil gibt. Ja, das kann er mit Quellen nicht belegen, hat er auch noch nie getan. Wie denn auch? Gibt es ja auch keine. Atlas-Zähler dazu und bauen den Wald der Zukunft. Der ist jetzt temperaturstabil. Muss er sagen, hey, setzen sechs. Nein, der hat die Möglichkeit, dass da vielleicht Baumarten dabei sind, die sich in Zukunft als gute Wahl erweisen können. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied und das hat er nicht kapiert. Also da würde ich jetzt wirklich dem Herrn Wohlleben unterstellen, dass er das scheinbar nicht verstanden hat. Wenn wir jetzt nicht alle Optionen mal hingestellt haben, können wir später auch nicht mehr auswählen. Sollte wieder erwarten sich herausstellen, das ist leider gar nicht so unrealistisch und das macht mir auch sehr große Sorgen, dass die Buche eben doch nicht klimastabil ist und dass die Buche als nächstes großflächig abstirbt. Völlig egal, ob das jetzt ein Buchenurwald ist, weil die Alten ja offensichtlich früher sterben als die Jungen, wie bisher die Zahlen zeigen. Nicht die Vermutung und das Gefühl, sondern die nackten Zahlen zeigen das, dann haben wir ein Problem. Und dann möchte ich wirklich lieber noch einen Robinienwald, der zwar hässlich und blöd und doof ist, haben als gar keine Bäume und gar keine Bestockung auf Flächen, wie wir sie hier gerade hinterm Herrn Lanz eingeblendet sehen. Das ist, wäre fatal, nicht alle Möglichkeiten für eine Zukunft, die wir nicht kennen, nicht alle Möglichkeiten, die keinen Schaden anrichten, die wirklich in kleiner Stückzahl keinerlei Schaden anrichten, die nicht auszunutzen und die nicht mitzunehmen. Fatal wäre das. Das ist einfach nur dumm. Vielfalt ist die Antwort für die Zukunft. Vielfalt wäre früher schon richtig gewesen. Jetzt, statt Vielfalt auf die olle Buche allein zu setzen, die olle Buche in Anführungszeichen, das ist eine großartige Baumart, das ist die Fichte im Übrigen auch, wenn man sie da lässt, wo sie hingehört. Ja, aber das wäre einfach ein völlig, völlig vergebenes Potenzial. Aus sinnlosen Gründen, aus irgendwelcher falscher Ethik und Moral oder woher auch immer diese Aversion gegen fremdländische Baumarten kommt. Wir wissen nicht, was die tun. Wir wissen es nicht. Wir können es ausprobieren. Da kann nichts Schlimmes bei rumkommen. Das sind Bäume, die werden hunderte von Jahren alt. Die werden nicht so schnell invasiv, dass man denen nicht mehr Herr wird, insbesondere wenn man sie absichtlich beobachtet. Es ist einmal passiert, wir haben eine invasive Baumart in Deutschland, die man nur schwer wieder los wird. Man kann sie loswerden, es kostet halt Geld, deswegen wird es in vielen Fällen nicht gemacht. Das ist Prunus serotina. Die spätblühende Traubenkirsche aus Amerika, die breitet sich tatsächlich so aus, dass man sagen könnte, die ist ein Schädling und die muss man auch bekämpfen. Das geht aber, weil sie eben lange genug braucht, bis sie überhaupt mal Früchte trägt und sich vermehren kann, dass man die also rechtzeitig wegschneiden kann, auch wenn es halt eben viel Geld kostet. Aber Invasivität bei Bäumen ist wirklich noch bei weitem nicht so ein Problem, wie das zum Beispiel bei krautigen Pflanzen, sprich indische Springkraut oder dem bösen Staudenknöterich, japanischen Staudenknöterich oder solchen Pflanzen der Fall ist. Also, ja, da bin ich wirklich fundamental anderer Meinung als der Herr Wohlleben. Deswegen ist er trotzdem ein guter Mensch, wahrscheinlich. Ne? Das ist ein völliges Unverständnis von Natur. Wir würden sagen, geh doch mal ein bisschen demütiger ran, lass die Natur zurückkommen. Und das sieht man eben auf der Bahnfahrt sehr schön. Und was, wenn sie nicht zurückkommt? Dann haben wir halt keine mehr. Ja, okay, dann nicht. Macht ja nichts, ne? Ist ja Natur, dass dann keine Natur mehr da ist. Wir müssen halt von irgendwas leben. Das Überleben von uns selber darf uns naturgemäß durchaus ein gewisses Interesse sein. Klar kann man auch sagen, wir lassen die Natur einfach machen, dann stirbt halt alles weg, inklusive uns. Spätestens ab da ist die weitere Entwicklung der Natur sehr natürlich. Nur wir können es uns nicht mehr angucken, weil wir haben ein Problem. Ja, deswegen, ja, das kann man schon so machen, nur möglicherweise hat man Interesse daran, dass nachfolgende Generationen nach uns, jetzt bin ich nicht ganz so ein paar Jährchen jünger als der Herr Wohlleben, aber trotzdem, da kann man sich doch vielleicht mal ein bisschen Gedanken machen um eben diese sympathischen kleinen Hüpfer, Kinder nennt man sie, glaube ich, die möchten vielleicht auch mal irgendwann noch eine funktionierende Wirtschaft,
Ressourcen, die sie nutzen können, haben. Und na, vielleicht wäre das ein Thema. Das ist ein völliges Unverständnis von Natur. Wir würden sagen, geht doch mal ein bisschen demütiger ran, lasst die Natur zurückkommen. Und das sieht man eben auf der Bahnfahrt sehr schön. Im Schotter, das ist ja das große Problem der Bahn, da ballert die Sonne rein, es ist irre heiß, da ist praktisch kein Wasser im Sommer und trotzdem sprießen überall heimische Bäume raus. Man sagt, hey, die können das. Ja, und was wächst da noch? Vor allen Dingen Robinie. Was ist die nicht? Heimisch. Und die wächst da auch wie Unkraut, und zwar wirklich im massiven Ausmaß. Ja, da gibt es auch ein paar heimische Baumarten. Übrigens ist es nochmal ein ganz großer Unterschied. Wachsen die da mal eben schnell ein bisschen hoch in jungen Jahren, wo sie noch kaum Wasser verbrauchen? Oder werden die da auch alt und erreichen Dimensionen, die eine Rolle spielen? Werden die da überhaupt reproduktionsfähig? Pionierbaumarten, wie zum Beispiel Vogelbeere, Birke und so weiter und so fort, können schon in jungen Jahren, teilweise so gegen 10, 15 Jahre, sowas um den Dreh, manche sogar noch ein bisschen früher, sich reproduzieren und Samen produzieren. Eine Buche schafft das erst mit 30, 40, ja, wenn es dumm läuft. Und darum ist es auch wichtig, dass die Bäume auch alt werden. Und dass ein Extremstandort von jungen Bäumchen, die versuchen da hochzuwachsen, wo noch gar nicht geklärt ist, wie alt die werden. Das ist gut möglich, dass die halt innerhalb der ersten 10 Lebensjahre sterben, weil dafür reicht die Wurzel noch für so einen kleinen Baum, für so einen großen Baum reicht es dann schon nicht mehr. Also auch ein Beispiel, das sagt nichts aus. Das klingt im ersten Moment sicherlich mal ganz gut. Viele Leute haben sowas garantiert auch schon mal gesehen, weil viele Leute schon mal Zug gefahren sind. Aber das ist wissenschaftlich ziemlicher Müll, vorsichtig ausgedrückt. Weil das sagt überhaupt nichts aus. Das ist also, ja. Es kostet nichts, aber das ist ja auch ein bisschen blöd. Also wenn es nichts kostet, heißt das ja, man kümmert sich nicht. Das ist immer so diese Und das ist Blödsinn, weil wirklich, wo Naturverjüngung aufwächst und wo man mit Naturverjüngung arbeiten kann, die nichts kostet, da wird die auch genutzt. Also wirklich, es muss schon ein großer Idiot sein. Ich weiß nicht, was für Förster im Herrn Wohlleben seinem Umfeld es gibt. Ich weiß es nicht. Das müssen wirklich große Idioten sein, dass die gratis Bäumchen nicht mitnehmen. Oder die haben da alle viel, viel, viel zu viel Geld. Ich weiß es nicht. Aber das gibt es bei uns jedenfalls nicht in der Ecke. Das gab es nicht bei mir im Studium. Das gab es in keinem Wald, wo ich jemals mit einem Förster geredet habe. Ich habe wohl einfach das falsche Umfeld. Keine Ahnung. Das halte ich. Und auch die Zahlen geben das nicht her. Ja? Die Zahlen, wo man es untersucht hat, der Anteil der Naturverjüngung steigt und steigt und steigt und steigt. Punkt. Also es ist uns was wert, also müssen wir doch was bezahlen dafür. Nee, das gibt's gratis. Umsonst. Und wir haben das erlebt. In Treuenbrietzen, in den Waldbrandgebieten, die sind 2018, sind da 3 Quadratkilometer Kiefer abgebrannt. Mhm. Und auf einem kleinen Testgebiet hat man zum Glück die toten Kiefern stehen lassen. Und auf der Freifläche, da sind jetzt vor kurzem diese besagten 60 Grad gemessen worden in der Sonne. Und in den abgebrannten Gebieten, da forscht der Professor Peer Ebestrand, wirklich ganz tolle Forschung, ist es viel, viel kühler, also vielleicht nur, weiß ich nicht, 25, 30, 35 Grad. Und da kommen von selber jetzt die allerschönsten Laubwälder zurück. Also mittlerweile sind die schon ja, so 2-3 Meter hoch, nach 3 knochentrockenen Sommern. Und draußen in der Freifläche sagt Forstwirtschaft, nein, wir hacken alles ab, wir pflügen das sogar noch mit Traktoren, also wird der Boden nochmal verdichtet, pflanzen wieder Kiefern und ein Großteil ist jetzt komischerweise schon wieder vertrocknet. Man kann die brandenburgischen Sandböden nicht mit allen anderen Böden in Deutschland vergleichen. Brandenburg hat, was das angeht, schon sehr besondere Bedingungen. Das ist besonders schwierig. Ich weiß auch nicht, wie man da jetzt am besten vorgeht. Das weiß eigentlich genau genommen auch keiner. Der Professor Peer Ebisch, Peer Ebisch oder Peer Ebisch, das weiß ich jetzt gerade nicht, bitte um Entschuldigung, der ist aus Eberswalde, beziehungsweise lehrt und forscht in Eberswalde. Das ist eine der forstlichen Lehranstalten, Lehr- und Forschungsanstalten, die wir in Deutschland so haben. Müsste aber, glaube ich, eine Fachhochschule sein. Ist auch nicht so wichtig jedenfalls. Ist schon sehr lange Tradition der forstlichen Forschung und Lehre da. Und der Herr Wohlleben und der Herr Ebisch schauen schon seit Jahren so ein bisschen in die gleiche Kerbe. Die kennen sich mit Sicherheit, könnte ich mir gut vorstellen. Die mögen sich offensichtlich auch. Jedenfalls sagt nie einer was Böses über den anderen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, ja, gar keine Frage. Der Herr Ebisch ist allerdings schon ein seriöser Wissenschaftler. Und der geht da auch mit der wissenschaftlichen Methodik vor. Und der hat da eine Versuchsfläche, ja. Und die Versuchsfläche zeigt ein tolles Ergebnis, ja. Und es könnte schon sein, dass sich dann daraus mal ergibt, wenn man weitere Versuchsflächen
anlegt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Anhand jetzt so einer kleinen Versuchsfläche ist es halt schwierig, da jetzt schon aufs Allgemeine drauf zu schließen. Ist das gleiche Prinzip wie mit Herrn Wohllebens Pferdeweide und seinem alten Buchenwald 200 Meter darunter und dann am Hang. Ist schwierig, da jetzt gleich zu sagen, so ist es und nicht anders, das ist jetzt bewiesen, weil an dieser einen Stelle ist es so, an der nächsten Stelle ist es halt möglicherweise nicht so. Ob die Temperaturunterschiede, an die sich jetzt der Herr Wohlleben zu erinnern meint, in diesem Ausmaß tatsächlich stattfinden, wage ich jetzt ein bisschen zu bezweifeln, aber das weiß ich nicht. Ich habe auch die Publikation vom Herrn Ibestadt diesbezüglich nicht gefunden. Vielleicht sind das auch noch vorläufige Ergebnisse. Das muss man einfach in der Zukunft mal noch ein bisschen weiter verfolgen und sich da weiterhin noch ein bisschen drum kümmern. Aber wenn das tatsächlich dann so da nachgewiesen ist, dann mag das eben in Brandenburg schon ein Thema sein, Waldbrandbestände dann eben etwas länger stehen zu lassen, die abgebrannten Bäume. Aber auch hier müssen dann halt auch wieder die wirtschaftlichen Faktoren, die Faktoren der Nachhaltigkeit, der möglicherweise die Holznutzung noch irgendwie interessant machenden Faktoren und so weiter und so fort, muss da alles noch weiter auch mit berücksichtigt werden. Und es kann nicht nur darum gehen, dass man jetzt überall grundsätzlich immer alles Holz einfach nur stehen lässt. Jetzt sagt der Herr Wohlleben, wenn man ihn mal darauf anspricht, ja auch nicht, dass man ab sofort sämtliche Forstwirtschaft einstellen soll. Das klingt immer so, aber wenn man ihn da wirklich direkt danach fragt, dann sagt er das schon nicht. Und ich meine irgendwie in der Hör zu, hofwissenschaftliche Zeitung, also diese Fernsehzeitschrift Hör zu, die liest meine Mutter und da ist der Herr Wohlleben auch regelmäßig drin, weil die da irgend so eine Kooperation haben scheinbar. Und da meint er irgendwie gefühlt 20% des Waldes oder 30% des Waldes unter Schutz stellen, den Wald massiv ausdehnen auf irgendwelchen Flächen, wo jetzt irgendwas anderes draufsteht, was nicht unbedingt notwendig ist, weil wir ja auch ab sofort alle viel weniger Fleisch essen und nur den Sonntagsbraten. Und dann brauchen wir weniger Weideland. Ich weiß nicht, ob er darauf auch noch gleich im Video eingeht. Und dann klappt das auch mit der Waldausweitung. Dann können wir viel mehr Wald unter Schutz stellen und dann ist alles ganz gut. Ja, halte ich auch nicht für realisierbar, aber ja, technisch gesehen könnte man das theoretisch so machen. Mit viel Geld übrigens. Ich wollte gerade sagen, das wird ja auch subventioniert. Ja. Das Argument ist ja immer, der Borkenkäfer kommt und so weiter, wir kriegen ein echtes Problem. Ne? Ja, genau. Das ist ja das, womit Forstwirtschaft häufig argumentiert. Aber das stimmt halt nicht, weil in toten Bäumen sind keine Borkenkäfer mehr. Also wenn man die Bäume nimmt, wo der frisch drin ist, okay, aber das sind ja die allerwenigsten. Das ist richtig, der Herr Lanz braucht das ja auch nicht wissen, der ist ja auch kein Fachmann, dass tatsächlich eben das Bäume stehen lassen aus Sicht des Borkenkäfer-Arguments, dann kommt der Borkenkäfer da raus und frisst alles auf. Das gilt die ersten Wochen, nachdem der Baum abgestorben ist, möglicherweise auch Monate, aber wenn dann sämtliche Käfer schon draußen sind, im toten Baum wohnt tatsächlich kein Käfer, jedenfalls kein sich besonders ausbreitender Käfer mehr, dann kann man ihn jetzt vom reinen Borkenkäferschutzaspekt durchaus stehen lassen. Das heißt, die würden es einfach lassen. Ich würde die stehen lassen, es ist wertvolle Biomasse. Das ganze Leben im Wald braucht doch was zu fressen. Und das ist Biomasse. Das ist ein gutes Argument. Ja, also wir nehmen alles weg und sagen so, ihr Vorhaben. Ja, nur brauchen wir halt auch was zu fressen, beziehungsweise was zum Bauen, was zum Heizen. Früher war es zum Heizen. Heutzutage gibt es heiztechnisch andere Alternativen. Zum Bauen gibt es nach wie vor keine anderen Alternativen. Auch wenn zugegebenermaßen nur ein kleiner Teil des Holzes, was in Deutschland eingeschlagen wird, wirklich als Bauholz auch letztendlich genutzt wird. Das muss auch noch besser werden. Das ist auch, es ist ja nicht so, dass es nichts zu kritisieren gäbe. Na, das ist ja ganz klar. Zu kritisieren gibt es schon genug. Bäume stehen lassen als Nährstoff, als Futter für den Wald ist durchaus auch ein Thema. Da geht es dann allerdings, ja, das ist schon ein Thema. Das nennt man dann standörtliche Nachhaltigkeit. Wenn man immer die Bäume aus dem Wald also umschneidet und dann exportiert, also sprich irgendwo anders hinfährt, verbaut, verheizt, was auch immer, ganz egal, dann nimmt man natürlich auch immer die endlichen Nährstoffe, die so ein Boden zur Verfügung stellen kann, mit raus. Das heißt endliche Nährstoffe. Je älter ein Boden wird, desto mehr wird dann nach und nach eben auch tolles Zeug aus dem Grundmaterial, aus dem sich der Boden bildet, sprich das Grundgestein, wird da tolles Zeug rausgeholt. Calcium, Magnesium, Phosphat, Kalium, so ein Zeug, Eisen, Molybdän, Mangan, sucht euch was aus. Aber irgendwann ist das auch mal verbraucht, beziehungsweise wenn wir regelmäßig die Bäume abschneiden und exportieren, sprich irgendwo anders hinfahren, habe ich ja schon gesagt, dann wird da natürlich viel mehr von dem Zeug gebraucht, weil die nächste Baumgeneration muss das wieder rein aus dem Boden holen und kann nicht recyceln, was quasi die Kadaver ihrer Vorgänger, also das tote Holz, wieder abgibt, wenn es sich natürlich zersetzt.
Blöd ist übrigens auch, wenn sich Holz natürlich zersetzt, wird auch das ganze CO2, was da drin mal gespeichert war, wieder in der Atmosphäre landen. Also das ist nochmal ein anderes Thema jetzt bezüglich Klimawandel. Aber ja, für die standortliche Nachhaltigkeit kann es bei sehr armen, nährstoffarmen Böden wichtig sein, dass man zumindest einen Teil des dort geschlagenen Holzes im Wald belässt. Oder alternativ das Holz vor Ort bzw. die Stämme vor Ort direkt entrindet und dann den Rindenmulch, kennt man als Dünger, einfach wieder in den Wald pustet. Weil die meisten Nährstoffe tatsächlich in der Rinde hocken und mit Entrindung vor Ort und in den Waldpusten vom Rindenmulch könnte man fast sämtliche Nährstoffe, die man dem Wald gerade entnommen hat, weil man die Stämme daraus nimmt, direkt wieder reinpusten. Also es geht da um 85-90% bestimmt. Ja, also das ist ein Thema, da hat der Herr Wohleben vollkommen recht. Das wird in Zukunft die Forstwirtschaft noch beschäftigen. Wir setzen alles auf Null, aber wir haben gar nicht mehr die Zeit, alles auf Null zu setzen. Und man sieht es ja, wir haben doch die Erfahrung, wir haben doch Freiluftlabor, Bayerischer Wald, 50 Jahre lang exakt das, die Natur machen lassen. Puff, der wunderschönste Wald kommt dort von selber. Aber nein, Forstwirtschaft sagt, wir wissen es besser als die Bäume, wir fangen jetzt immer von vorne. Man kann sehr waldfreundliche, schön feuchte Gebiete, bei denen auch sehr große Ausfälle vorher an Bäumen stattgefunden haben, als der Borkenkäfer da alles leer gefressen hat und man nichts dagegen tun konnte, weil es halt Nationalpark ist. Das kann man auch nur bedingt auf die Fläche übertragen. Ja, und da kommt der wunderschönste Wald von selber, aber super langsam. Und wie gesagt, wir werden bald einen nachhaltigen Rohstoff brauchen, um irgendwie vernünftig über die Runden zu kommen und nicht super langsam. Es besteht ja auch überhaupt kein Zweifel irgendwo in den Forstwissenschaften, dass sich Wald auch von alleine verjüngt und dass der keinen Förster braucht, grundsätzlich um zu wachsen. Es geht hier wie beim Klimawandel einzig und allein um die Frage der Geschwindigkeit. Wie schnell kriegen wir nachhaltige Rohstoffe? Wie schnell müssen wir uns an Klimawandel anpassen? Wie schnell ändern sich denn die natürlichen Faktoren? Das spielt alles die wesentliche Rolle, das ist der Faktor Geschwindigkeit. Ne? Das geht alles auch langsam, das geht alles super, super langsam und das tut es alles von allein, da müssen wir gar nichts für tun, aber wir brauchen nun mal Rohstoffe, wir müssen irgendwie da klarkommen und wir brauchen vor allen Dingen nachhaltige Rohstoffe in der Zukunft. Und nochmal, das kann nur Holz im wesentlichen Umfang sein, zumindest für stoffliche Nutzung. Und Bäume haben es halt echt drauf. Ja. Man sagt ja auch immer, ja, den ist jetzt viel zu warm auf den heimischen Baumarten, wir müssen die ersetzen. Mittlerweile weiß man, dass selbst 1000 Jahre... Nein, das sagt keiner. Wir müssen nicht die heimischen Baumarten ersetzen. Die Vorgabe ist, ne, also die aus der Wissenschaft, aus der richtigen, ist folgende. Zunächst mal, wenn es mit den dastehenden Baumarten Schwierigkeiten gibt, nimmt man, sofern es dann schon standortangepasste Baumarten sind, wenn es das noch nicht der Fall ist, dann braucht man erstmal standortangepasste Baumarten. Sprich, statt Fichte ein Buchenmischwald zum Beispiel. Na, das ist ja soweit in Ordnung, da hat der Wohlleben ja auch gar nicht ganz Unrecht. So, wenn wir das haben und stellen fest, Mist, das ist irgendwie immer noch nicht so wirklich stabil, beziehungsweise die Prognose ist, das könnte Probleme geben in 20, 30, 40 Jahren, dann bauen wir halt noch irgendwie eine zusätzliche Schicht, andere Bäumchen drunter mit einer anderen Provenienz. Was ist jetzt eine Provenienz? Provenienz heißt die Herkunft der Bäume. Du kannst zum Beispiel junge Buchen irgendwo pflanzen, die aus kurz unter der Waldgrenze, unter der Buchenwaldgrenze in den Bayerischen Alpen stammen und pflanzt die meinetwegen in Brandenburg. Dann haben die von ihrer Genetik her eine ganz andere Ausrichtung auf ganz andere Böden als die, wo man sie jetzt in Brandenburg hinpflanzt. Die werden wahrscheinlich eingehen, die haben da keine guten Wuchsbedingungen. Oder man nimmt zum Beispiel auf einem Standort, der noch nicht sehr trocken ist, in Zukunft aber nach Klimaprognosen wahrscheinlich sehr trocken werden wird, nimmt man brandenburgische Buche, die Trockenheit schon seit Generationen gewöhnt ist, weil er war schon immer trocken auf diesen Sandböden, und deren Nachkommen pflanzt man jetzt meinetwegen in irgendeiner Fläche so um Nürnberg, die jetzt bald noch trockener wird, wo es noch nicht ganz so schlimm ist. Es gibt um Nürnberg auch Flächen, die sind katastrophal trocken, da kannst du gar keine Buche mehr pflanzen. Egal, jedenfalls pflanzt sie auf eine noch trockener werdende Fläche und dann ist die Buche, die man da hinpflanzen kann, möglicherweise sogar besser angepasst als die Buche, die man da natürlich aufkommen lässt, weil die natürlich aufkommen lässt, hat jetzt erst die letzten 20, 30 Jahre massive Trockenheit erlebt. Die man von woanders hinpflanzt, hat schon
Die Eltern, Großeltern, Urgroßeltern von diesem Baum haben auch schon nur Trockenheit erlebt. Alle Gene in diesem Baum sind auf Trockenheit angepasst, auch wenn er noch so klein ist und man ihn dann da entsprechend Standort angepasst hinpflanzen kann. Das kann ein sehr großer Vorteil sein. Dazu gibt es viel Forschung, nicht nur eine einzelne Arbeit von einem Professor, zum Beispiel aus Eberswalde. Ah, böser Mensch. Ich bin ein böser Mensch. Egal, jedenfalls, ja, das ist Vorgang Nummer 1, also Nummer 2. Erst standortheimische Baumarten, dann Provenienzen, die besser gegen Trockenheit oder die zu erwartenden Klimaextreme angepasst sind. Und wenn das nicht klappt, andere einheimische Baumarten noch dazu pflanzen oder halt ausschließlich pflanzen, je nachdem, statt Buche, Eiche meinetwegen. Ja, Eiche ist ein bisschen trockenheitsresistenter als Buche, zumindest auf dem Papier. In vielen Fällen stimmt das auch so. Und dann erst, wenn diese Möglichkeiten alle ausgeschöpft sind, dann geht nach wissenschaftlicher Empfehlung, das ist die Empfehlung, die an alle gelernten Förster derzeit rausgeht, die sich noch für die Wissenschaft interessieren und sich nicht ihre eigene machen, ja, das ist die Empfehlung, dass dann erst fremdländische Baumarten ins Spiel kommen. Es sei denn, man möchte einfach eine kleine Versuchsfläche mit wenigen fremdländischen Baumarten bei sich schon mal anlegen, weil wir eben nicht genau wissen, was kommt. Das hatte ich eben schon thematisiert. Aber es stimmt einfach nicht, dass man jetzt großflächig, oh nein, es wird heiß, lasst uns Palmen pflanzen. Das macht keiner. Das stimmt nicht. Bäume dazulernen. Und zwar ein Tempo, man sieht mal, also ich auch früher gedacht, das geht nur von Generation zu Generation, über Mutterbäume, wir fangen jetzt immer von vorne an. Und Bäume haben es halt echt drauf. Mhm. Man sagt ja auch immer, ja, den ist jetzt hier zu warm, auch den heimischen Baumarten, wir müssen die ersetzen. Mittlerweile weiß man, dass selbst tausendjährige Bäume dazulernen. Und zwar in einem Tempo, man sieht mal, also ich auch früher gedacht, das geht nur von Generation zu Generation, über Mutation. Mittlerweile weiß man, das geht über epigenetische Effekte, also Lesezeichen in den Genen, machen die das 10.000-mal schneller. Die lernen also von einem Jahr aufs andere und geben das sofort an ihre Samen weiter. Und die kleinen Sämlinge sind dann sofort besser angepasst. So eine ähnlich steile Lernkurve wie die. Ja, und weil die kleinen Sämlinge sofort besser angepasst sind, ist das ja mit der Provenienzpflanzerei eine andere Provenienz aus ganz anderen, noch extremeren Lebensbedingungen an Ort X zu stellen, der noch gar nicht so schlimm ist, es in Zukunft aber möglicherweise sein wird. Deswegen ist das ja auch so wichtig. So, aber wenn jetzt im großen Stil, das ist mal wieder eine einzelne Publikation, die sich der Herr Wohleben aus dem großen Wust sämtlicher Publikationen rausgesucht hat und die er halt spannend fand und deswegen ist es jetzt die, die er erwähnt und alle anderen ignoriert er wie immer. Wenn das doch so absolut eindeutig ist, dass selbst tausendjährige Bäume sich viel schneller anpassen, als das Junge tun, ja, warum sterben bei uns denn nur die alten Buchen? Ne, das ist Fakt, dass sie das tun. Ja, das ist absoluter Fakt. Da kann man in irgendeinen Waldzustandsbericht oder in meine entsprechenden Videos der letzten Jahre reingucken. Da wird immer klar, die alten Bäume größere Schäden als die jungen Bäume. Die alten Bäume größere Anpassungsschwierigkeiten als die jungen Bäume. Das liegt nicht daran, weil die alten sich langsamer anpassen, sondern weil die alten einfach mal, abgesehen von der Anpassungsgeschwindigkeit, das Problem haben, dass sie riesig sind, damit ein riesen Wasserbedarf, und wenn überhaupt kein Wasser in der Landschaft da ist, dann vertrocknen die halt auch einfach schneller. Da können sie noch so anpassungsfähig sein. Sofern eben das jetzt schon hundertprozentig genau so nachgewiesen ist, wie die mit den Zahlen, den sehr extrem hohen Zahlen, die der Herr Wohleben da jetzt diesbezüglich nennt, weil es aus einer Studie hat, eine Studie, ja, manche Leute würden so weit gehen und sagen, eine Studie ist keine Studie, die muss dann erstmal in einer anderen Studie noch objektiv überprüft werden. Wenn jemand anders die gleichen Forschungsmethoden anwendet in einem vergleichbaren Gebiet, kommt er dann auf ein ganz anderes Ergebnis oder kommt er aufs Gleiche? Kommt er tatsächlich aufs Gleiche, besteht die Möglichkeit, dass diese Forschungsergebnisse vom Subjekt, also vom Wissenschaftler, der das gemacht hat, unabhängig sein könnten, kommt er auf ganz andere, dann könnte durchaus das Subjekt, also der Wissenschaftler, der das Ganze gemacht hat, eine größere Rolle spielen. Das ist in der Forschung extrem wichtig, dass man Versuche wiederholt und erst wenn immer dasselbe Ergebnis rauskommt, kann man sich ziemlich sicher sein, dass sie tatsächlich ein biologisch-naturwissenschaftlicher, durch die natürliche Systematik der Welt hergeleiteter Zusammenhang überhaupt besteht. Der Luftfilter in meinen Schuhen, ja, ist ja sehr national. Ich hab eine Frage in dem Zusammenhang, obwohl ich habe noch im Hinterkopf, was Sie eben sagten, 50%.
des Waldes wird ja möglicherweise bald besser. Also vielleicht ist es in 5 Jahren, vielleicht in 15, aber wir werden es erleben. Das ist sehr, 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 sehr düster. Ja, 5 oder 5, 25 bis 50, okay. 50 sowieso, da kann man ernsthaft drüber nachdenken. Aber das ist schon sehr, sehr düster. Darf er aber trotzdem sagen, ist in Ordnung. Ja, das ist ja auch nur seine eigene Schätzung. Wir diskutieren ja gerade weltweit über Holzknappheit, Rohstoffpreise und so weiter. Wir erleben, dass Holz unvorstellbar teuer wird plötzlich. Das wahre Desaster kommt erst noch auf uns zu, oder was heißt das? Genau, das kommt auf uns zu. Und ich plädiere ja für viel mehr Schutzgebiete, weil unser Hauptthema in Zukunft wird ja das Wasser werden. Nur mal kurz, um das festzuhalten. Das Holz wird immer teurer, das Holz wird immer knapper. Herr Wohlleben plädiert für viel mehr Schutzgebiete, in denen kein Holz mehr gemacht wird. Er erklärt das gleich noch ein bisschen weiter, aber das ist im ersten Moment ein bisschen... Hä? Und wahrscheinlich die Wasserknappheit an allererster Stelle. Trinkwasserknappheit. Und die Holzknappheit, die wir aktuell diskutieren, das ist eigentlich eine Sägewerks-Schnittwarenknappheit. Wir haben Sägewerkskapazitäten nicht, um die, Holz zu verarbeiten. Um das alles zu verarbeiten, was jetzt an... Die Holzknappheit ist nur insofern tatsächlich vorhanden, dass wir einfach sagen, nein, nur weil die Nachfrage hoch ist und gerade sämtliche Vorräte an rumliegendem Holz aufgebraucht sind und man kein Holz mehr einschneiden kann, weil man dafür Neues fällen müsste, basiert darauf, insbesondere was Deutschland angeht, dass nicht einfach beliebig viel Holz gefällt werden darf. Da schaltet dann tatsächlich der Grundsatz der Nachhaltigkeit im Forst ein, dass du nur so und so viel einschlagen darfst. Durch die vielen Verluste an Wald in den letzten Jahren darf man erst recht nicht so viel einschlagen. Und dann ist es gesetzlich gesehen, das wurde zwar jetzt teilweise wieder ein bisschen aufgehoben und für viele Leute ist das auch eine Katastrophe. Ich sage auch nicht, dass das nur gut ist, aber da verhindert eben der Grundsatz der Nachhaltigkeit in Deutschland, dass wir beliebig viel Holz einschlagen könnten. Es wäre schon noch welches da, das man einschlagen könnte. Man könnte problemlos also jede Menge Holz hinlegen und gerade diesen Preisboom für Holz ausnutzen und sich da dumm und dämlich verdienen. Nur würde man dafür halt noch mehr Wald umhauen müssen in einer Zeit, in der wir sowieso schon sehr viel davon verloren haben. Das ist also eine sehr, sehr gute Sache, dass man das eben nicht macht, dass man da dieser Verlockung des Geldes nicht nachgibt und einfach alles einschlägt und so weiter und so fort. Also die Holzknappheit basiert auf dem Willen zum Nicht-Einschlagen, zum Bäume stehen lassen. Nur darauf, zumindest was Deutschland angeht und was den Mangel an Rohholz zur Verarbeitung zu Schnittholz angeht. Wenn Fichten da abgemacht wird, die liegen auch noch im Wald. Das kann jeder sehen, der spazieren geht, da liegen überall eine Riesenstapel. Ja, das ist richtig, das ist auch wirklich bedauerlich. Hängt auch ein bisschen mit dem Problem zusammen, dass es tatsächlich an Holz fehlt, dass wir eben auch noch eben bevor klar war, dass die Rohstoffpreise für Holz so stark ansteigen, das hätte man nicht vermuten können, wurde eben, Entschuldigung, jede Menge Holz nach, ich sage es mal vorsichtig, sonst wo, USA, China, Hauptsache weit weg, exportiert und vieles vom Holz, was dann tatsächlich so wie auf diesem Bild dann im Walde liegen blieb, ist zu lange liegen geblieben, hat jetzt nicht mehr die erforderlichen Qualitäten, um verkauft zu werden, weil der Holzpreis zwischendurch eben auch wieder im Keller war. Wir haben hier diese ganz seltene Situation ökonomisch betrachtet, dass wir zuerst einen völligen Zusammenbruch des Rundholzpreises für Holz, das im Wald liegt, in Deutschland bekommen haben und dann gleich kurz darauf, das konnte wirklich keiner ahnen, im massiven Anstieg der Preise für Schnittholz, weil durch unter anderem Corona und den damit verbundenen Bauboom und unter anderem den USA die Weltmarktpreise für Schnittholz, für baubares Schnittholz massiv angestiegen sind. Das wäre wirklich vollkommen unmöglich vorherzusagen gewesen, zumal 2018 und 2019 auch noch keiner was von Corona geahnt hat. Ja, also die Kombi aus Umständen, die hier zusammenkommen, sind ein Riesenzufall und das wäre niemals vorhersagbar gewesen. Aber ja, natürlich ist es eine Schande, dass das Holz jetzt so im Wald liegt und vor sich hin verrottet und noch nicht mal, klar, in so einem Fall, wenn man das vorher gewusst hätte, das wusste man nur vorher eben nicht, dann wäre es besser gewesen, es gleich stehen zu lassen, es gleichmäßig im Wald zu verteilen, das wäre alles besser gewesen als ein Polter, den nie jemand abholt, das ist schon schlimm, aber man hat das wirklich nicht vorhersehen können. Ja, also, außer man hat eine Glaskugel und Harry Potter.
haben sehr viele Kapazitäten aufgekauft, um ihre Konjunkturprogramme auch umzusetzen. Das ist aber irgendwann wieder vorbei. Die große Holzknappheit kommt dann in 10 Jahren. Und dann kann die konservative Forstwirtschaft... Die große Holzknappheit kommt vor allen Dingen auch dann, wenn wir jetzt nicht aufforsten und sagen, oh, die Natur kann das selber am besten, weil dann taucht spätestens dann, wenn in der Reihenfolge eigentlich jetzt die Bestände dran wären, die wir nicht aufgeforstet haben, um jetzt dann Holz zur Verfügung zu stellen für die Generation, die Bäume fällen muss in 60 Jahren oder sowas, ne, sei es mal grob gesagt, oder 80 Jahren. Die wollen in 80 Jahren auch Holz haben und dafür brauchen sie in 80 Jahren 80-jähriges Holz. Das heißt, wenn wir jetzt heute nicht aufforsten, dann fehlt in 80 Jahren eine Waldfläche von der Größe des Saarlands mit hiebreifem Holz, das man in 80 Jahren dann nicht nutzen könnte, um eben entsprechend weiter nachhaltig, rohstoffeffizient, das auch immer das zu bauen, was man in 80 Jahren auch immer bauen wird. Ja? Iglus, keine Ahnung. Carports für E-Autos, ich weiß es nicht. Tatsache ist, da muss schnell neues Holz her. Jetzt sagt das ja gerade selber. Ja, wir brauchen Nachschub. Das ist ein Generationenvertrag. Der eine pflanzt, dem sein Enkel schneidet es um. So in etwa. Ja? Also, oder halt eben, wenn man das jetzt nicht in Familienhand hat, sondern in wirtschaftlichen Zusammenhängen über Förster im Forstamt. Der Vorvorgänger hat es gepflanzt, der Nachnachfolger, der schneidet es dann entsprechend um. Und das ist eben deswegen wichtig, dass derjenige, der jetzt anfängt, Zeug umzuschneiden von seinem Vorvorgänger, trotzdem, auch wenn er selber nichts davon hat und wenn es ihn selber nur was kostet, auch trotzdem nachpflanzt oder halt eben guckt, dass von alleine nachwächst, im schnellen Umfang allerdings, nicht im super langsamen. Das ist dieser Generationenvertrag, der im Forst eine wesentliche Rolle spielt, von dem man auch nicht abkommen sollte. Das wäre wirklich eine Katastrophe und führt dazu, dass wir jetzt eben unsere Sachen mit dem bezahlen, was eigentlich unseren Enkeln oder sonst wie gehören würde, wenn wir das eben über Generationen hinweg im Rahmen der forstlichen Nachhaltigkeit bis zu Ende denken. Zu Ende denken ist ein gutes Wort, ja. Liefern. Und die machen umgekehrt immer den Vorwurf, dass man sagt, wenn wir mehr Schutzgebiete haben wollen, wo soll denn dann das Holz herkommen? Ganz genau. Ich plädiere ja für mehr Wald in Deutschland und wir könnten, wenn wir zum Beispiel auf den klassischen Sonntagsbraten zurückgingen beim Fleisch, könnten wir locker 50.000 Quadratkilometer mehr Waldfläche bekommen. Warum? Wir haben in Deutschland etwa 100.000 Quadratkilometer Tierfutterflächen. Fast so viel wie die Waldfläche ist für Tierfutter. Ich möchte jetzt keinen zum Vegetarier erziehen, aber wenn wir das reduzieren, kriegen wir mehr Wald und dann wird es kühler. Und wir kriegen mehr Feuchtigkeit, wir kriegen weniger Hochwasser. So, wenn wir mehr Wald haben, wird es denn dann kühler? Das ist auch überhaupt nicht gesagt, weil neben dem Effekt, dass der Wald durch seine Verdunstung, durch die Photosynthese, dann auch Verdunstungskühle erzeugt, welche durchaus geeignet ist, die bodennahe Luftschicht, 30, 40 Meter in der Höhe sind immer noch relativ bodennah, abzukühlen. Von diesem Effekt mal abgesehen, verschlechtert sich im Regelfall die planetare Albedo durch mehr Wälder im Vergleich zu zum Beispiel Feldern. Felder haben nämlich in vielen Fällen wirklich eine bessere Albedo, also ein Rückstrahlungsverhalten der einkommenden Sonne, als das bei Wäldern der Fall ist. Die haben allein durch ihre Tiefe und durch ihr teilweise sehr dunkles Grün durchaus eine hohe Absorptionsmasse. Nochmal vielleicht kurz zur Erklärung, was ist Albedo? Die Erdoberfläche kann direkt auf sie auftreffendes Licht wieder ins Weltall reflektieren. Je weißer sie ist, desto je spiegelnder sie ist. Also die beste Albedo von allen natürlich vorkommenden Erdbodenoberflächen weltweit hat Eis. Frisches Eis oder frischer Schnee, 100% weiß, da knallt die Sonne drauf und wird zu 99% oder 90%, je nachdem, wie man fragt, wieder zurück in die durch die Atmosphäre, ab wieder ins Weltall katapultiert. Deswegen heizt sich Schnee bzw. Eis nur sehr, sehr langsam auf. Schnell genug immer noch, aber vergleichsweise sehr, sehr langsam. Ganz anders ist das, wenn der Schnee erstmal dreckig ist, dann schmilzt er viel schneller, weil durch den Dreck, meistens ist es schwarzer, bräunlicher Dreck, hat eine relativ schlechte Albedo und nimmt ziemlich viel von der Wärme auf und reflektiert deutlich schlechter. So. Gar keine Albedo, gar so gar kein Abgeben von Energie hat ein komplett schwarzer Asphalt. Der nimmt fast 100% der einkommenden Sonnenenergie direkt auf. Und bei Grünland sind wir so irgendwo im Bereich
50% Albedo in etwa, also so ungefähr die Hälfte wird da abgegeben. Das kommt auch immer ganz stark darauf an, welches Grünland. Wälder, je nach Art der Wälder, haben oft nur so 30% Albedo, sind also schlechter als Grünland. Eine große Fläche mit Grünland gibt also mehr der eintreffenden Sonnenenergie direkt wieder ab und die landet direkt wieder im Weltall und heizt die Erde gar nicht erst auf, als das bei Wäldern der Fall sind. Und jetzt kommt es ganz, ganz stark auf den Einzelfall an und auf die jeweilige Situation, wie viel Photosynthese gerade gemacht werden kann, ob der kühlende Effekt der Verdunstung durch Bäume mehr Kühlung bringt als die bessere Albedo von im Vergleich dazu zum Beispiel Grünlandlandschaft. Ja, also auch hier haben wir wieder auch nicht nur diese zwei Faktoren, sondern noch viel, viel mehr, aber jedenfalls bei weitem mehr Faktoren, die einen Einfluss haben als diesen einen Aspekt, den der Herr Wohlleben jetzt an dieser Stelle gerade erwähnt und so tut, als sei das der, auf den es ankommt. Das ist definitiv nicht der Fall. So, ansonsten die Idee mit dem, es wird alles viel, viel toller, wenn wir viel mehr Wälder pflanzen und wir essen alle kein Fleisch mehr, das ist gar nicht falsch, ja? Das könnte man theoretisch auch so machen, aber ja, man könnte alternativ auch statt mit dem Auto zu fahren oder mit dem E-Auto oder dem Wasserstoffauto auf Einhörnern in der Gegend rumreiten. Das wäre doch auch eine gute Lösung. Und die Einhörner ernähren sich dann von Liebesstrahlen, super ressourceneffizient und so ein Einhorn ja auch 120 km/h schafft, kommen wir dann auch super zur Arbeit und wo auch immer wir hinwollen. Was meine ich jetzt damit, mit dieser etwas bösen Geschichte hier? Ich halte es einfach für utopisch. Ich halte es für nicht realistisch, da können wir auch gleich Zwangsveganismus und solche Späße vorschreiben. Das wird sich ohne sichtbaren Druck, sehr, sehr sichtbaren Druck und ohne Konsens, und der ist gesellschaftliche Konsens, dass Klimawandel was Böses ist, ist ja leider auch noch weit genug weg. Und wir auch wirklich tatsächlich dringend handeln müssen, und zwar alle. Das ist weit, weit weg, dieser Konsens. Und solange wir den nicht haben, wird sich so eine Maßnahme, sei es jetzt Zwangsveganisierung oder Zwangsaufforstung oder zumal, was passiert denn mit den Leuten, die eben vorher eine Wiese hatten? Die wird jetzt zwangsaufgeforstet oder wie? Wem gehört die denn dann hinterher? Und ja, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich umsetzbar ist. Habe ich eine bessere Lösung? Ne, ne. Das ist auch nicht mein Job. Ich bin ja dankenswerterweise kein Spitzenpolitiker. Auch vielleicht ein Problem der Spitzenpolitik. Die richtig guten Leute wollen da nicht hin. Was nicht heißen soll, dass ich das bin. Was auch nicht heißen soll, dass das unbedingt zwingend der Wohlleben ist. Aber vielleicht gibt es irgendwo einen weisen Mann, der sehr bescheiden daheim hockt, Zeitungen liest und für alle Fragen eine richtig gute Antwort hätte. Aber weil er halt eben sehr bescheiden ist und keinen Bock auf den Scheiß, nie in der Politik landet. Und daher werden wir diese Antworten nie erfahren. Tja, das könnte durchaus alles so eine gewisse Rolle spielen. Ich möchte an dieser Stelle schließen, da kommt jetzt zwar noch ein paar Minuten Video, da ist jetzt aber nichts mehr dabei, was ich jetzt noch dringend kommentieren möchte, soweit ich das in Erinnerung habe. Und dann sagt der Herr Lanz ja bloß noch Tschüss. Und da das jetzt wahrscheinlich ohnehin ein relativ langes Teil geworden ist, möchte ich an dieser Stelle das so machen, wie das der Herr Lanz am Dienstag getan hat und auch sagen Tschüss. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich hoffe, das hat mit der Technik soweit einigermaßen funktioniert. Das Ganze war anguckbar, anhörbar. Der Ton von den Beiträgen von Herrn Wohlleben und Herrn Lanz ist jetzt natürlich nicht ganz so genial. Ich kriege das technisch noch nicht so besser hin, aber man hat sie auf jeden Fall verstanden. Und mich hoffentlich auch. Und gesehen hat man uns hoffentlich auch alle einigermaßen. Und daher, ja, das ist es gewesen. Ich bedanke mich. Meinung wie immer gerne in die Kommentare. Und tschüss. Einen schönen Abend. So, und da kam dann doch noch was, was ich auch noch theoretisch was zu sagen hätte. Hatte ich falsch in Erinnerung, dachte, da wäre jetzt Schluss. Aber das macht ja nichts, deswegen reicht es an dieser Stelle hier trotzdem. Und es geht im ähnlichen Stil, wäre im ähnlichen Stil so weitergegangen, aber das Ganze ist jetzt lang genug. Und daher machen wir da Feierabend und jetzt also auch nochmal aus dem Schnitt. Tschüss und herzlichen Dank fürs Reinschauen und ich bin gespannt auf Meinungen. Gerne in die Kommentare damit.